Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer weiteren Crash-Team-Challenge Nummer 9. Wow. Hallo. Vielen coolen Leuten mal wieder. Wie seht ihr hier alle, es ist mit dabei. Teamkapitän Chris in Team Grün. Mit dem amtierenden Führenden, unter anderem neu mit dabei als Rookie Dylan. Und Lalena ist auch zum ersten Mal mit dabei, aber kein unbeschriebenes Blatt in Wreckfest. Ich bin ganz Anfängerin. Team Blau gespielt? Haben wir mit Teamkapitän Bram ins Rennen geschickt, der mit 3 Siegen auch ziemlich stark dabei ist, aber vor allem die meisten Rennen hat. Also 115 Rennen hat er hier schon bei Crash Team Challenge teilgenommen. Das ist so viel wie kein anderer hier heute. Team Blau! Wow! Aber Milchbaum unterstützt ihn da. Wir haben die liebe Shorty mit dabei. Hallo. Und zum ersten Mal die liebe Franzi. Franzi! Und Team Rot geht an den Start mit Teamkapitän Peter, der aus dem Abend gegangen ist. Wir haben an seine Seite einmal die liebe Jen geschickt, die auch eine amtierende Meisterin ist, die 4 Siege nämlich vorzuweisen hat. Boah, und Jen, den sympathischen Aster auch nochmal mit reingesteckt, damit Peter vielleicht heute ein Sternchen mehr haben kann. Ich hoffe, dass wir noch ein Sternchen holen. Also ich meine, eigentlich müsste Jen Teamkapitänin sein, weil sie hat ja schon 4-mal gewonnen. Ach, Peter, bitte. Schmeichel mir das nicht so. Das wäre ja total blöd, wenn eine Frau mal ein Kapitän wäre. Das ich muss einmal kurz sagen, ich war beim letzten Mal Teamkapitänin. Ja, und richtig. Haben wir uns gedacht, reicht dann auch. Und yeah. Team Rot hat auch einen Rookie mit ins Team gesteckt bekommen, nämlich Formula Lena, die schon häufig bei uns mit bei Fest dabei war, aber heute zum ersten Mal bei CTC. Die ist nett. Ja, die ist ganz cool. Also mal eine weitere Lena hier in dieser Riege. Dann haben wir Team Gelb heute nicht mit dem Jay an der Front, sondern Dalukat ist back. Ich ersetze heute Jay, verärgert mich nicht. Konnte er leider nicht dabei sein, aber der amtierende Meister, Mitmeister mit 4 Siegen führt Team Gelb an. Dalu! Der sieht doch gar nichts heute. Der heult doch wieder rum. Mit seiner Gaming-Brille, die auch die Farbe Gelb widerspiegelt, ist ja, glaube ich, da im richtigen Team mit Fischkorb. Der ihm da gut zur Seite steht und Sintika wird wahrscheinlich alle wegballern in ihrem Bus. Jetzt schon wieder kein Bock. That's what he said. Und ganz let's go. Ganz neu mit dabei, auch ein weiterer Rookie in Team Gelb ist No Way. Einmal. Hey, servus. Der hat letztens so viel Gefallen an Wreckfest gefunden, dass er direkt an Bord war. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Ja, geht in eure Teams. Wir werden dann gleich losreiten. Ich habe für die Zuschauer bei uns noch ein paar Fun Facts zu den letzten CDCs. Und dann geht's in wenigen Minuten los. Jawohl. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Wir spielen 15 Maps. Ich hoffe natürlich auf Sportsmanship. Und ihr macht das schon. Viel Erfolg. Die 9. Ausgabe, da kann heute gar nicht schief gehen. Bis dann. Hallo. So. Die Jungs und Mädels verdünnisieren sich jetzt in ihre Teams. Wir haben für euch noch eine kleine Übersicht. Aber vorab möchte ich mich bei unserem Partner hier heute, nämlich G-Portal, bedanken, die uns heute den Server hosten. Denn Wreckfest ist so ein Spiel, das braucht richtig Performance, das braucht gute, stabile Server, damit nachher nichts laggt und hier nichts durch die Gegend ruckelt. Und G-Portal stattet uns da heute aus. Vielen lieben Dank. Könnt ihr einfach mal mit Ausrufezeichen G-Portal in den Chat abchecken. Die haben auch für ganz viele andere weitere Spiele Spielserver, die ihr mieten könnt. Checkt da gerne mal aus. Und wir werden heute mal hier auf G-Portal abrocken. Dankeschön fürs Supporten. Wir werden uns auch noch angucken, wie denn die letzten Champions aussahen. Also, da haben wir gerade schon in der Übersicht die ganzen Sterne gesehen. Wir haben aber auch häufig zum Beispiel den Jay schon da oben auf dem Treppchen gesehen. Einige Leute, die mal nicht dabei sind heute. Einige Leute, die wir zum wiederholten Mal hier sehen. Jen sieht man ziemlich häufig. Dalu und Dave. Das sind nämlich die
4 amtierenden Champions mit 4 Siegen. Also das ist wild, das ist richtig, richtig wild. Das wird heute spannend, wer denn als einzigster dann der amtierende Meister dann wird. Mit 5 Siegen. Oder aber es bleibt bei diesen 4 und es gewinnt Team Peter. Ne, warte mal, Team Peter hat Jen, ne? Warte mal, jetzt müssen wir nochmal kurz gucken. Welches Team hat denn keinen amtierenden Meister? Ja, Team Blau! Team Blau müsste gewinnen. So nämlich. Wir fahren, wie gesagt, 15 Strecken. Und das sind diese hier. Wir haben nach 5 Runden haben wir ein Special. Dort werden wir ein wenig die Regeln weiter einstrenken. Nach 10 Runden werden wir ein Community Voting starten. Da dürft ihr nämlich da draußen einmal abstimmen, wie es weitergeht, welche Strecke wir fahren. Und 15 ist natürlich Hellride, ist ganz klar. Das ist hier der Community Vote. Könnt ihr euch schon mal angucken. Werden wir nachher aber nochmal zu kommen. Gefahren wird nur Leihwagen. Und das sind diese hier. Nur diese sind zugelassen. Ja, also da bitte auch drauf achten, falls euch da was ausfällt, was die Regeln angeht. Sagt gerne Bescheid. Wir werden jetzt aber einfach mal loslegen. Wahrscheinlich wird in jedem Team ein Bus da sein. Es darf nämlich maximal ein Bus gefahren werden. Das hat sich durchgesetzt und das hat sich bewährt. Das hat sich bewährt. Das Sofa ist Sofa-Car. Sofa-Car. Und das werden wir auch so weiter durchziehen. Ein Bus pro Team begrenzt. Sonst werden wir wahrscheinlich viel den Starbeast und den Hammerhead sehen. Aber hören wir doch mal in die Teams rein, wie es da so ausschaut. Team Blau. Ansonsten, was ich jetzt Hallo, zum Beispiel... Team Blau. Hallo, Hallo. Sebastian. Hallo. Schön, dass du da bist. Du unfassbar gut aussehender Moderator. Habt ihr ein paar Einblicke in eure Strategie für uns? Ja. Ja. Alle töten. Alle töten. Finde ich gut. Das ist euer Motto, alle töten. Ja, wir wollen halt die Plätze 1, 2 und 3 halt belegen. Ja. Bei den Rennen und halt einen Bus. Genau, und Franzi stompt die dann alle einfach. Ich hau bis alle zu Tode. Weg. Geil. Finde ich gut. Wir kommen gleich nochmal zum Start zu euch, denn Bram muss natürlich dir nochmal seine Stimme zum Guten geben. Ich wünsche euch viel Erfolg, denn wenn ihr gewinnen würdet, würde keiner der bisher amtierenden Favoriten gewinnen. Das fände ich eigentlich fänd ich auch ganz Team geil. Wir sind spannend, das Team, ne? Underdog. Das Team Doggy Style sind wir. Ja, ihr macht das. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis gleich. Dankeschön. Hallo, Krabbel, Team Krabbel. Rot. Hallo, hallo. Hallo, Sebastian. Hallo, Sebastian. Ich wollte mal kurz reinhorchen, ob ich hier vielleicht eine kleine Taktik von euch rausgekitzelt bekomme. Ruhe und Gelassenheit. Wir haben eine Taktik. Ja. Jen ist richtig gut im Busfahren und der Rest von uns versucht am meisten rauszuholen mit schnellen Autos. Ja. Okay. Ihr supportet Jen, die... ihren 5. Stern versucht zu holen. Oh, ich bin so aufgeregt, ich schwitze. Wir supporten uns alle. Ich habe da so eine schöne Grafik für dich vorbereitet, falls das passieren wird. Ich habe die schon beim letzten Mal nicht bekommen. Ja, das stimmt. Das hat sich auch nicht geändert viel an der Grafik. Ich drücke euch die Daumen und bis gleich. Dankeschön. Abends so einen Sofa setzen und ich erkläre dir, wie alles hier verkabelt ist, dann wirst du verstehen, warum es da eventuell so zu manchen sein, Problemen kommt. Ein bisschen Knöpfe drücken und so, ne? Ich geb dir Hallo, gleich gar nicht so schwer sein. Hallo Team Gelb, was Hallo. Geht? Hallo Sepp, servus. Wir haben eine Teamtaktik besprochen, die ihr mit mir teilen könnt. Ja. Wir wollen sie teilen. Achtung, Sepp, ganz kurz. Ich habe ja eine gebrochene Hand, ne? Ja. Ja, ich wollte nur mal ganz, ganz deutlich in dieser Stelle nochmal loswerden, damit die Leute das auch im Hinterkopf haben. Ne? Und nochmal sich vor Augen führen, dass du zwar letztes Mal gewonnen hast, aber ein Handicap hast. Find ich gut. Ja, und trotzdem so unglaublich gut spielen werde. Fischi, okay. Mit wem hast du letztes Mal eigentlich gewonnen? Dave und... Oh ja, okay. Ah, Dave was. Oh noch nein. Gewonnen. Habt ihr nicht gesagt, Brammen und Dave sind überdurchschnittlich gut? Ist Fischkopf Kacke? Oh Gott, was sind wir denn hier für ein Team? Also, wir sind so ein Team. Sag mal, was habt ihr da gemacht? Okay, ihr seid im Mittelfeld. Okay. Dann, ich hoffe, mit dieser Einstellung kommt ihr auch bis auf Platz 1. Ich drücke euch die Daumen. Maro. Dankeschön. Geht gleich Danke los. Dir. So, Team Nummer Green, hier last but not least. Kann ich bei euch auch noch eine Taktik rauskitzeln oder
Ja, die Taktik war, glaube ich, in Rennen 5 haben wir alle die gleichen Autos, richtig? Mhm. Richtig. Mhm. Nein, jeder ein anderes Auto. Ah, jeder, okay. Oh. Ah, okay, alles klar. Aber wir haben nur zwei, keiner, oder nicht? Keiner darf den Bus oder den Starbeast fahren, also die Standardautos quasi. Okay. Ah, okay. So. Also vielleicht den Hammerhead oder so, ne? Ja, war schön, dass ihr aufgepasst habt. Die Frage kam gerade zum ersten Mal. Das finde ich gut. Ihr seid auf Zack. Das war ja keine Frage. Ja. Das wussten wir. Ich wusste nur nicht, also weil beim letzten Mal haben wir ja die gleichen Autos gehabt, diesmal unterschiedliche. Da war ich kurz verwirrt. Ja, Dave hat die Taktik gerade ganz gut wiedergegeben. Am Anfang vielleicht nicht so zur Zielscheibe machen und dann sollen sich die anderen kloppen und dann kommen wir. Ja, find und dann die Rasenmähermeter. Ja. Pack die mal aus. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das nachher aussieht auf der Strecke. Und dann würde ich sagen, let's go. Euch viel Erfolg, genauso wie den anderen. Dankeschön. Und wir sehen uns auf der Strecke. Merci. So, wir sind wieder alleine. Von mir aus kann es losgehen. Ich drücke mal starten und bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe jetzt Sintika etwas runtergeregelt. Wir hatten vorab schon ein paar Pegelversuche, aber das ändert sich, sage ich mal. Ich habe sie wieder ein bisschen runtergepegelt, weil das war echt ein bisschen laut. Ist gar nicht so einfach mit so vielen Leuten, vor allem in Discord. Wir werden jetzt gleich reinstarten in Crash Team Challenge 9. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen aufgeregt. Ich schon. Weil ich möchte gleich einen richtig, richtig geilen Wemser sehen von Brammen, der hier gleich die Anmod macht, wenn es in 20 Sekunden dann auch losgeht. Beziehungsweise, wenn alle bereit machen, sehen wir hier auch alle in den richtigen Teams. Viermal gelb, viermal grün, viermal blau. Dann kommt das doch hin. Und dann, let's go. Komm, Brammen. Mich richtig erholt. Was hört von dir? Okay. Konzentriert! Na dann 3, 2, 1. Was geht ab, ihr Geilschnitte? Willkommen zu CTC in Red Fest. Kann ich fahren? Ich fahre. R2, ne, Franzi? Ich okay. hab keine Dings. Nein, du hast keinen Controller! Ist egal, ist der Bus, ist scheißegal. Bram zieht einfach davon! Oh Gott, Peter Smith tut nicht. Per, du Wichser! Oh, Schotty. Bisschen geradeaus! Da hinten bauen sich schon die Busse auf. Franzi, Christian und Jen fahren heute Bus. Nee. Lena hier im Mittelfeld. Lalena hat schon 50% Damage. Aua. Das ist natürlich heftig. Ich muss erstmal reinkommen ein bisschen. Sonst sind alle eigentlich relativ clean. Aber da kommt schon Sintika. Und rödelt erstmal rein. Da kommen die anderen Busse gerade. Oh. Ehrlicherweise. Ich muss erstmal reinkommen. Da wird. Oh, Dylan rammt. Hä? Dylan fährt falsch rum? Hä? Wo kam denn Dylan auf einmal her? Oder was ist das für eine verrückte Map hier, die wir heute sehen? Ne? Sehr gut, Franz, jawohl. Aber das Ding hat hier nur 4 Runden. Vom Spiel. Ja. Jede Runde gibt nichts. Gucken wir mal sofort. Oh, Lalena ist Dritter. What the fuck, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also. Oh, kling. Wir müssen hinten kackt der Pinguin, Leute. Auch einfach Formula-Lena raus. Also La-Lena hat Formula-Lena rausgedreht. Sehr gut, Bram. Mach weiter so. So, dann fangen wir an zu rammen, Frenzy. Bram ballert hier. Ich hab jetzt. Text mir bitte, Baby. Dylan, Aster schon tot? Du kannst auch kurz und quer fahren, ne? Aster schon tot? Sintika steht hier gerade. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Guck mal, was da los ist, was bei Sintika los ist in Team Ja, es ist noch später. Oh nein, der Bus hat mich erwischt. Sintika, jetzt mach keine Faxen, auch ein bisschen Druck hier. Sintika, wirklich, auch mal anstrengen jetzt. Ich bin gleich euch beide. Was ist denn die? Ich bin falsch gefahren. Och man, wenn Bram nicht vor mir fährt, krieg ich die Strecke nicht. Aua! Ich als halt ob da nicht die Strecke war. Das ist gut für uns, was hier gerade passiert ist. Sonja ist nicht so on fleek, die will mich rausnehmen. Sintika, bitte. Sintika. Sintika, mach irgendwas. Oh Gott, nein. Sintika hat mich so rausgenommen. Sehr gut. Okay. Ich bin eine starke 10 gerade. Ich wurde gerade von 2 auf 50 gehauen. Ich weiß es nicht, aber hören wir mal in Team Rot rein. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ich kann gerade nichts sagen. Du bist da. Ist nicht dein Ernst! Das ja keine Ahnung, was ich machen soll! Nee, was soll ich denn machen? Nee, Sintika fährt Bus! Das machen wir nicht! Nein! Sintika fährt Bus und wirft ihre DJ-Turntables auf meine Karre! Mit Handicap!
Ich wurde von Grün erwischt, jetzt ist Platz 1 Dave, der kommt dir jetzt entgegen, danach kommt Fischi, ist Platz 2 in Gelb, Alter, kommt dir auch entgegen. Bus. Ich fahr innen dann lieber. Oh, ja. Ich frage, es reicht das für Team Grün? Ja. Wenn Christian Bus fährt. Ist doch schlecht. Oh, ich scheiße, versuch's. Sind die Karten, oh, Peter, ich richtig kassieren. Lalena down. Rammen. Lalena und ich Arthur hab Dave geholt. Down. Peter auch richtig gedamaged. Oh. Ei. Aber nicht final, oder? Nur gedreht quasi so in die Richtung. Ja, es ist voll freie Bahn jetzt. Mehr oder weniger. Oh Gott. Ja, war auch. Eieieiei. Wir haben jetzt zwei Busse auf einmal, wie gesagt, Jen und ne? Franzi. Oh, Bram kommt, der will Bram ich wahrscheinlich. Bram will, ja. Bram will Peter. Ja, nicht. Hat mich aber leider auch bekommen. Und gecrashed, es gibt Punkte für Team Blau, denn fürs Crashen gibt es auch nochmal Punkte. Ja, aber wir holen jetzt keine Punkte, also weniger Punkte. Nur noch Lena fährt von uns. Die ist aber auch noch fast. Oh, Dylan ist gleich down. Bram delivert hier mit Team Blau, aber heftig. Franzi hat auch nicht mehr so viel Leben als Bus. Ja, oh, wo muss ich denn her? Oh, die recken sich hier gerade weg. Oh, was ist denn da los? Genau. Oh, Franzi! Sintika, hat Christian geballert. Oh, Sintika auch am Start. Schön, Lena. Ja. Dave fährt gerade vorne weg. Kommt Shorty hier? Ist noch gut am Leben. Dylan. Das naja, wir gucken mal Dylan. In Team Stark. Das war Grün rein. Okay, Dalu kommt nicht weg, ja. Das hängt immer noch an ihm. Nee, Tom oder Lena ist jetzt Zweiter. So läuft das nämlich. Dalu Lena. Stissel, Sintika dreht noch. Oh! Ja. Dalu! Das hat Dalu gerade. Wen hat Dalu denn da gerade getaked? Franzi? Oder war die schon tot? Christian ist richtig am Arsch. Ich weiß nicht, was Christians Plan ist. Boah, Jen, Alter. Ja, die kriegt jetzt auch Fischi ist am Stissel. Sintika ist auch ultra low. Sintika auch ultra low und kriegt, wird nicht getaked. Oh, Bram einfach Pech gehabt. Gerespawnt, als die Busse schon weg waren. Oh, Bram. Kriegt der Christian? Nee, aber, oh, Alter. Wie schnell Christian gerespawnt ist. Smart. Letzte jetzt. Sonst wär's das gewesen. Es ist jetzt die letzte schon. Also alles rein. Bams, ey. Okay, fahr mal rechts vorbei. Let's be one. Jawohl, sehr schön. Nice, du hast geliefert, sehr stark. Dave einfach geballert. Ja, Sintika kann man noch kriegen. Sintika super low. Wir müssen das nächste Runde besser machen. Denn fürs Takedown gibt's auch nochmal Bonuspunkte. Ja, ich war auch Dritter auch. Oder so und dann... Christian ist auch noch rausgenommen worden. Das heißt, Punkte nochmal für Team Blau. Ganz knapp. Ich habe halt dir Instant Karma gekriegt. Ganz knapp. Shorty kriegt noch Punkte. Shorty kriegt, glaube ich, noch Punkte, oder? Für Team Blau. Shorty kriegt noch Punkte. Oh, das wird richtig knapp. Ich weiß nicht, wie viele Punkte. Shorty, fahr! 26 Sekunden bis zum Ziel. Okay, erste Runde, ja. Trotz schnellsten. Shorty kann noch Punkte kriegen. Aber naja, gut, das holen wir noch auf. Das geht noch. Oh, wie viel kriegt die? Oh, Gleichstand! Ja, das wird. Gleichstand! Alter, Gleichstand auf dem zweiten Platz. Na klar. Im ersten Rennen, das gibt's doch gar nicht. Hast du ja. Noch? Ist wie beim Mario Kart Prinzip. Hast du einen Wagen noch? Ja. Oh mein Gott. Alles klar, Dave, wir müssen da mal kochen, das nicht regnet. Stark. Nö, Dave hat abgedelivert, Bram auch 42 Punkte. Wir werden Spaß haben. Man sieht hier dann nochmal die Punkte, wie viel wer gemacht hat. Sintika hat 20 Punkte gemacht. Ja. Sintika hat 20 Punkte gemacht. 20 oder so. Wie hört sich das denn Geld an? Oh, 3 Punkte, du, da, schau mal. Jetzt wieder aufpassen, dass das Team wieder richtig ist, das backt manchmal rum. Oh shit, das hat bei mir sich geändert, oder? Genau, ja. Aber du hast immer ein bisschen Zeit, aber hier werden jetzt Punkte vergeben. Die nächste Strecke ist schon eingestellt. Aber viel wichtiger ist es, Sintika, es tut mir jetzt schon unfassbar leid. Es ist vielleicht schon das F-Wort gefallen in der zweiten Runde dieses Spiels. Robin, du weißt, du wirst immer mein komplettes Herz haben, egal wie sehr du mich beleidigst. Wirklich, als ich um diese Kurve gefahren bin und du an den anderen beiden vorbeigefahren bist, um mich da wegzubrammen, dachte ich mir so, das ist persönlich. Weißt du, es war eine sehr innerliche Befriedigung, dich wegzuballern, bin ich ganz ehrlich. Ja. Es hat sehr gut getan. Okay, das ist crazy. Tut mir leid, Dennis, das ist so ein bisschen mein persönliches Ziel heute.
Bram, was war da los? Also, das habe ich jetzt gerade nur so nebenbei mitbekommen. Ich war gerade. Es gab ja den U-Turn oben. Ja. Und dann kam Frau S.Intika. Ja. Also, Frau Int quasi an. Es steht für Snitch. Genau, das S steht für Snitch. Snitch.Intika. Und dachte sich, die fährt lieber an Grün und an Gelb gehört ja selber vorbei, aber um mich zu rammen. Und dann habe ich vielleicht kurz das F-Wort gesagt, aber mit Liebe. Ja. Okay. Also hast du dann gesagt, finde ich gut. Mega ja, gut. Genau. Dylan noch im falschen Team. Mann, Dylan ist gelb. Dylan darf nicht gelb sein, das ist richtig. Warte mal, ich gehe mal zu Dylan, dass er noch wechseln kann. Mhm. Mir wurde gerade vom Chat zugetragen, Dylan, dass du Team Gelb gewechselt wurdest. Danke. Wie gesagt, das passiert manchmal, muss man einfach ein bisschen drauf achten. Ich bin auch noch das rot. Spiel changed das manchmal einfach für Dylan, einen. Dylan, falsches Team. Ja, ja, ich versuch's. Ich kann auch nicht wechseln. Achso, okay. Warte mal. Ja, warte, Daniel, mach mal nicht bereit. Ah, ne, warte mal. Bitte nicht bereit drücken, bitte nicht bereit drücken, bitte nicht bereit drücken, bitte nicht bereit drücken, bitte nicht bereit. Oh Gott, das war knapp. Danke. Ah, ja, das war wirklich grün. Okay. So. Jetzt kann Dylan wechseln und dann können wir nochmal starten. Danke, Chat. Super aufgepasst. Dann können wir nochmal einen weiteren Versuch starten. Let's ja, go. Manchmal macht das Spiel das einfach. Keine Ahnung, was da los ist, wer das programmiert hat. Aber, hey. THQ. Ja, also war jetzt echt frech. Eure Taktik fand ich eigentlich ganz smart. Also Christian hat im Bus also gute Runden gedreht. Der hat sich bei mir schon beschwert, das heißt, das ist ja ein Sieg für mich. Aber ich kann die Leute nicht finishen. Da. Ich bin nicht so wie Jen, die Leute, ich habe keine Punkte gekriegt fürs Finish. Finishem. Ja, das ist dann frech, wenn du dann 90% des Schadens machst. Aber die letzten 10% von jemand anders. Ja, nee, aber ich habe halt dafür gesorgt, dass Dave Erster wird, aber da kriegst du ja halt dann nur die passiven Punkte für. Weißt ja, du? Das stimmt. Mehr Punkte von mir selber kommen. Ja. Aber stark gefahren, Dave. Let's go. Ja. Danke. Ja, man tut, was man kann. So, also. Jetzt. Nächste Runde, ja. Also, wenn ich carryen soll, dann haben wir aufs falsche Pferd gesetzt. Ram startet wieder vorne. Mann, der hat aber auch ein Glück, der Junge. Was ist das denn? Oh mein Gott! Stehen bleiben, ist doch logisch. Oh, da ist schon direkt eine Mauer, da werden Leute reingedrängt. Oh! Oh nein, jetzt! Nein, und dann gedreht. Oh, die Strecke ist das, die ist ja super eng. Ja, die Strecke, die hat's in sich. Mega kurz. Oh, Lalena! Lalena schon wieder 50%! Und sie sagt einfach nichts! Das take die einfach. Aber hey. Ja. Okay, danke schön. Oh Gott. Okay, das war gut. Ram hat den ersten Bus auch kennengelernt. Nein, der wurde Boss. Er hat mich frontal erwischt. Töner Damage da sind die gar nicht. Ich will ja nichts sagen, aber guck mal. Da kommt ein Bus. Punkt 1 hier kriegt. Ja, das ist mir wert. Und 9 Punkte. Christian. Okay, hier hat er Plätze gut. Also Christian muss wir gehen mal eben über zu Ram. Das ist ja die schlechteste Position, die ich bisher hatte. Ei. Alter, das ist so eine enge. Boah, hier werden ja alle hops genommen. Sorry. Holy moly. Boah, richtig nein, schön gefahren, Ram. Alles gut, Ram. Ich hole das wieder auf. Kein Ding. Oh, das war schlecht. Ich wollte dich nicht lang. Franz, sie dreht gerade rein. Bei der einen Kurve müssen wir aufpassen jetzt. Jen versucht auszudrehen. Ja, ich habe kurz vor mir Lalena an die Wand genagelt. Hier ist ein richtig krasses Mittelfeld. Oh, Christian hat auch Lalena leider getroffen. Aber Dave fährt für Team Grün gerade vorne weg. Team Blau, sehr starkes Mittelfeld. Team Gelb. Zwei gute Fahrer vorne. Oh shit, das. Oh, wo kommt denn Jen her? Wo kommt sie denn her, die Nutte? Oh! Nein, jetzt kommt das N-Wort ist auch gefallen. Mann, ich bin. Elisabeth ist scheiße! Ich schaffe es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe einen großen Schaden bekommen. Oh, Alter. Oh, Peter überschlägt sich wegen Unfähigkeit? Das muss ich mir anhören. Dylan habe ich. Gleich, okay. So, grün hole ich mir noch. Wer ist das? Dave, komm mal her. Nö, Dave, gewinn ist für dich nicht. Nö. Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Wir hätten fast Dalu gehabt. Der hat sich in der letzten Sekunde zurückgesetzt. Sonja, so eine sehr wenig Leben. Sintika hat Dalu gekillt. Dadurch habe ich so viel Sintika Damage bekommen. Sintika hat da vorne Dalu bekommen. Aber ich dann Sintika crashed der into Dave everyone. Hat gerade Sonja weggenommen. Alter, Sintika rasiert in dem Vorsprung. Bus. Achtung, da kommt Christian. Achtung, hier ist gelb.
Syndika? Wo ist Christian? Ich bin fast tot. Schade. Bram auch fast tot. Okay. Nicht schlimm, Marcel, chill. Nee, alles gut. Ich, Dave ist am Stissel. Was geht hier ab? Bram fast stark down. Stark Syndika verarscht. Asta wird fett. Oh, Lena ist auch down. Aber ich versuche langsam zu fahren, wenn die mich crashen, weil dann tut's nicht so weh. Alter, ja. Das kann mich ja lesen wie ein Buch. Ja, Shorty weiß, dass Peter low ist. Oh, Christian! Das hat keinen Schaden gemacht! Das denn ist doch nicht schade. Unlucky! Oh, also Dave Jen, zweiter ist Fishy. Das hätte einen Takedown geben müssen. Ach, ja. Oh, Franzi! Haut no way, aber so richtig weg. Aber es reicht ich wieder nicht. Ich hab Dave weggecrashed. Fishy? No way hier aus, super low. Syndika holt sich einen um den anderen Takedown. Okay. Wow! Okay, wir haben so viele Leute schon verloren hier. In DNF. Oh. Alles gut, Leute. Alter, die sind aber krass, ey. Wie schafft es Dave, dir die ganze Zeit auszuweichen? Der fährt ja immer noch als Erster. Ja, der ist mir nicht mehr ausgewichen. Der hat einen riesigen Vorsprung. Versucht hier zu warten. Auf No Way, auf No Way. Und das reicht nicht. Es reicht nicht, Christian. Es ist nur rausgedreht, ein HP quasi. Was du machst. Ja, da. Fishy. Fährt auch aber noch, der wurde boah, Alter, Syndika rammt sogar die Jen weg. Übernommen. Also nicht die Führung, aber er rammt auch. Ist okay. Super low. Team Gelb und Team Grün. Oh, nice. Super nah Punkte technisch aneinander. Oh, alles gut. Oh. Krass, du bist Gegner. Ja, ich Dylan, der wollte zu viel. Christian will auch Bram, aber Dylan, nein! Dylan, hol dir doch Bram! Ah, du hast beide, Jen, du hast beide Busse den so auf Platz 4, das gibt's doch nicht. Down sind, aber nicht ganz down gekriegt. Das ist richtig gut. Oh, da kommt Franzi. No way könnte sich nachholen. Da kommt Syndika wieder. Boom! Und den nächsten. Ja, den könntest du noch Syndika holen. Syndika einfach. Der irgendjemand ist down. Katapultiert Team Gelb hier. Boah, warum haben wir so wenig Punkte? What? No way ist down und irgendein Bus brennt auch. Ich glaube, Franzi ist auch kaputt. Ich geh mal bei Team Gelb rein. Nehmen wir den zweiten. Das war gut, Team. 9 Punkte! Verdreifacht! Oh, Junge! Mega gut. Asta versucht hier noch Punkte zu kriegen, aber es wird am Gesamtergebnis nicht viel rütteln. Holy shit! Fehlen heute Leute, die sonst immer vorne mitfahren? Die sind. Weil das macht richtig. Weil vorne ballerst du so mit 3-4 Leuten und das macht voll Spaß. Ey, Dalu, ich habe versucht, das maximale Balancing für euch hier heute reinzubekommen, damit du maximal viel Spaß haben kannst. Ich habe eine Menge Spaß mit dem Team. Hier ist alles voll! Annika, stabil. Wir sind Zweiter geworden. Also, ich Annika, stabil. Danke. Das ist richtig gut. Kriegen wir jetzt nochmal 3 Punkte? Ja. Also, das war krass. Wir sind Zweiter geworden. Das war Rennen 2 von 15. Ja, das war wirklich gut. Also das war schwer zu überleben. Also da war viel Damage auf der Strecke. Das kann sein, bitte entschuldigt. Der Peter trägt immer die Punkte ein. Das war oben Punkte? Team 1 von 15, ne? Runde 1 von 15. Indem ich dämme, also mal ganz akkurat ist es. Ach, es Kills nach. Geben auch Punkte. Ich kille, deswegen, ich kille. Ja. Deswegen wie viele gibt einen Kill? 5 Punkte, das heißt, gibt einen Kill. Wenn du wirklich jemanden low siehst. Hätte ich Mischform töten sollen. Genau, ja. Oh, das war dumm dann. Aber ist ja nicht so. Wir gerade noch den Rookies. Ein bisschen Regelwerk erklärt. Hätte nicht gereicht, es wären dann 95 gewesen zu 96. Das war wild. Okay, wir sind immer noch Erster. Die Strecke lohnt sich im Bus kaum. Das ist diese 8. Die mit diesen unglaublich breiten Strecken, wo man so oft fliegt. Hier wirst du kaum jemanden treffen, Syndika. Du solltest hier wirklich mitfahren. Da werden Tactics angewandt. Immer noch die Cola weg. Sie hat gerade auf Sabis gewechselt. Wir haben hier auch nur noch... Ich wollte nur, wenn ich jetzt hier wische, nicht, dass ich euch... Also, aber ist ein Bus nicht trotzdem fein? Oder fahren hier wirklich alle die Strecke ist so breit, dass du und schnell... Wir haben hier gerade die interessante Taktik von Dalu gehört und auch, wenn ich das richtig sehe, Team Rot haben sich überlegt, ne, auf der Map, da geht das nicht. Grün hat zu wenig Punkte. Team Grün fehlt ein Punkt. Peter Timeout. Oh, Peter hat einen Timeout wegen Ping. Das ist ja doof. Dann gehen wir mal zu Peter eben rein. Was hat denn der Rückwärts zu fahren? Ja. Was ist denn hier beim Peter passiert? Ich ändere gerade die Punkte. Da hat sich was geändert. Ich arbeite dran. Nee, weil du rausgeflogen bist, deshalb meine ich. Ach so, ich dachte, jeder wäre rausgeflogen. Um du Gottes hast Ping-Timeout im Meme. Aber guter Hinweis nochmal. Achtet auf eure Teamfarbe und
Fehler werden korrigiert. Der Peter ist unser Notar hier heute. Macht das akkurat wie eh und je. Einmal Applaus bitte für Peter hier im Chat. Die Reihenfolge der Farben hat sich irgendwie beim Overlay geändert, sodass mein das hat nicht mehr funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ah. Jetzt ja, es wird immer nach Punkten sortiert. Ganz zu deinem Unwohlsein. Christian hält weiter am Bus. Hey, aber wir sind weiter, nice. Nee, das ist falsch. Oh. Mhm. Was tut weh? Welcher Platz sind wir? Dritter? Vierter? Alles, was nicht erster ist, ist schlecht. Ah, ja, gut. Was eins abwärts passiert, ist eh egal. Stimmt schon. Peter tauscht ein bisschen die Punkte. Richtig. Ich hoffe, sie sind jetzt korrekt. Nee, uns fehlen 4 Punkte. So, auswählen. Okay, wir kämpfen uns als erstes mal auf Platz 2 vor. So, das kriegen wir nächste Runde hin. Und Gelb nehmen wir dann auch easy mit dann in den nächsten paar Runden. Easy. Peter denkt dran, die Fahrzeuge sind wieder zurückgesetzt worden. Ja, ich ändere gerade wieder alles und bin jetzt ready. Sindika ist gut im Racken, also die erwischt einen häufig. Okay, dann seid ihr auch wieder bereit, richtig? Ja. Okay. Das war eine rein rhetorische Frage. Ja, die Lackfarbe ist ja wirklich wieder zurückgesetzt worden. Wenn du neu joinst, ja, warte mal, ich sehe nur einen roten zu wenig, warte mal. Jetzt müsste es rot sein. Nee, irgendeine Teamfarbe ist. Ich sehe nur 3 rote. Nee, wir sind alle rot. Nee, wir sind rot, ja, rot, rot. Wir sind alle rot. Ach, Jen ist rot, über rot, mir. Rot. Ah, okay. Ich bin über dir. Wieso steht Jen über mir? Also, Sebastian, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist die Prognose für heute. Ja. Das ist der Stern. Ei. Okay, dann bin ich mal gespannt. Moderator. Ich drücke euch die Daumen. Ihr habt zumindest noch ein bisschen was einzuholen. Aber es ist ja noch alles beieinander. Es ist ja noch nichts entschieden. Jetzt kommt es ein bisschen mehr auf Skill an hier auf dieser Map, glaube ich. Skill gewiss. Aragnado. Da sehe ich euch, ne? Ist man bei dieser Runde, also hier sollte man nicht in der Mitte fahren. Entweder ganz vorne oder ein bisschen vielleicht vom Gas gehen und hinten bleiben. Ja. Okay. Also das wird spannend. Also ich meine, wenn du hinbleiben willst, also es gibt einfach keine Regel bei dir. Ich weiß. Bei den hohen Kurven nach außen tragen lassen, man kann da richtig gut an der Wand fahren, wenn das die Strecke ist, die ich gerade im Kopf habe zumindest. Ja. Da werden Tipps an die Rookies weiter verteilt. Also richtig berührt meinst du, ja? Ja, auch so richtig an der Wand. Also, und Grüße an alle, die dazugekommen sind. Berühren. Viel Spaß heute Abend bei Crash Team Challenge mit ganz vielen anderen Streamern. 16 Fahrer und Fahrerinnen sind am Start. Ich mach den jetzt. Ich bin ganz vorne. Ich fahr links lang. Oh, Christian fährt trotzdem Bus und wird auch noch weggedreht. Sintika ballert nicht nur im Bus, sondern auch auf der Strecke im Auto. Jen hat sich ein robusteres Fahrzeug, aber langsameres Fahrzeug genommen. Oh, und Christian wird hier. Oh, was? Christian stellt sich in den Weg. Aber dir geht's doch überraschend gut, muss ich sagen. Und ist fast down. Team Rot relativ weit vorne. Okay, weiter geht's. Hinter uns ist ein Gelber. Fischi ist straight hinten am Arsch. Ein bisschen Damage getaked. Das war schlecht. Christian nimmt wieder Anlauf. Oh, da hinten das Führungsfeld. Ich chill mit meiner Gang. Alles gut. Asta wurde gedreht. Warum ist Bram jetzt erst da? Dave, also hier ist immer Startziel. Man bekommt Punkte für die Platzierung, die man über Startziel fährt. Oh, Dave. Assi, den Fischi gedreht. Du? Seid ihr gecrashed oder wie ist Bram erster geworden? Ich bin über meine Achse geflogen, hab mich hingepackt und Bram ist einfach an mir vorbeigezogen. Versuche euch ein bisschen Überblick über die Map zu geben, weil es ist schon ein bisschen confusing hier. Also man fährt eigentlich die ganze Zeit nur eine 8. Oh, richtig schöner Drop von Dalu auf Christian und er überschlägt sich da mehrfach. Bekommt aber gar nicht so viel Schaden. Auch immer geil, wenn Leute kreuz und quer fliegen und dann auf einmal ineinander crashen. So wie da zum Beispiel gerade. Aua! Das sieht richtig schlimm aus. Gelb und Grün gegeneinander. Wir gehen nochmal zu Team Blau rein. Doch den Adolf. Oh mein Gott. Was? Uiuiui. Entschuldigung. Schade. Okay. Endlich kann ich mich auf Rammen ist nicht mehr Erster. Franzi wird gedreht von Dylan wie Assi. Nein, das macht man.
Sind die ganz super low auf gelb? Hm? Oh, oh mein Gott. Franz, die wird einfach durchgereicht. Wenn du da einmal in der Mitte stehst, bist du einfach... Wow! Ach du Schande, Team Rot schafft hier richtig rein. Ja, ich hab sie! Shorty, oh nein! Ich war ja auch hinterher, also mir leid, Shorty. Nein! Aber Syntika ist down. Syntika ist von uns gestorben, das war mir auch wichtig. Dylan und Syntika down. Ich hol ihn! Oh, ist das Jen hat hier nochmal Punkte gekriegt, zwei gelbe raus, das ist schwierig. Oh, gelb ist noch... Aber... Ne, also ein gelber ist raus. Punkte wir sind da noch ein zweiter. Ich kann nur noch Christian töten. Gelb wird eng. Ja, Team Blau. Das könnt ihr noch probieren. Das solltet ihr auch probieren. Noch Punkte. Oh, no way. Ich bin schon, gerade in der Mitte. No way bekommt noch Punkte, glaube ich. Ist in der Mitte unten. Wer bekommt noch Punkte? Schade. Christian fährt auf jeden Fall noch weiter. Ich sichert damit gutes Team Grün den zweiten Platz. Aber ich glaube, von Blau fährt kein... Doch, Blau hat sich... Blau hat sich gehalten. Ich war der Beste in der Runde, ja. Nicht schlecht. Peter, nice. 35, Bram einfach 43 Ach, scheiße, Punkte. Ich hätte mehr gekriegt, aber leider... Fischi 37 Punkte. Lalena 30 Punkte. Abgeliefert. Und Dave auch 32 Punkte. Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war mal eine Strecke, wo man Skill für brauchte. Boah. Oh. Und was habe ich gesagt? Yeah. Was habe ich gesagt? Bei Skill sehe ich euch, oder? Yeah. Ja, hast du gesagt. Yeah, wir sind erster. Nice. Also starke Leistung von euch hier. Seid ihr gut gefahren, muss man mal sagen. Yeah. Dankeschön. Bitteschön, ein bisschen Lob muss ich auch an alle hier mal. Also gut nach vorne katapultiert, das war euer Plan. Jetzt muss nur noch Team Blau richtig einen wegrödeln. Aber vielleicht sehen wir das auf der nächsten Strecke. Wie fühlt man sich denn so an der Spitze? Ist schon schöner da, oder? Ja, würde ich gerne bleiben. Frische Luft ist hier auf jeden Fall. Hier riecht nicht nach Furz. Wir wollen nur noch in den Rückspiegel schauen, um die anderen zu sehen. Okay, ja, dann viel Erfolg bei der nächsten Strecke. Thank you. Ich mache wieder Bus. Hast du nicht vergessen, eine Teamfarbe zu wechseln? Oh, ja, sorry. Asta wird irgendwie immer wieder hin und her gewechselt. Keine Ahnung, warum da so ein Struggle ist. Wir haben natürlich in einem Gremium aus 5 Leuten gefühlt, ne, 10 Leute waren es, glaube ich, gefühlt, versucht zu balancen, wie es nur geht in den Teams. Das ist gar nicht so einfach, wer mit wem, wie, wo was. Tagesform mussten wir, Wetter mussten wir einberechnen. Mondzyklus, haben wir alles versucht zu berücksichtigen, um möglichst gleich starke Teams hinzubekommen, und ich glaube, das haben wir heute hier ganz gut hingekriegt, aber mal gucken, wie sich das Richtung Ende des Events dann auch zieht. Man muss natürlich auch Ausdauer beweisen, nicht nur am Anfang richtig delivern, sondern über den ganzen, das ganze Event. Deshalb starten wir doch einfach mal rein. Ich glaube, es haben alle genug Zeit gehabt, hier mal ihre Wagen zu wechseln und Co. Und wir starten nochmal bei Team Blau. Der Entweder war die richtig räudig teuer, 2000. Über nee, 12. Niemals. Über 12. Über 12. Und ja, es gab ein Unentschieden im ersten Rennen direkt dann, sogar. Das Ding war dann durch. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Er hat gesagt, okay, ich auch. Hey Sepp, hier sind nur die Dating-Geschichten gerade, wenn du hier nur zuhören möchtest, ne? Ich möchte am liebsten hören, wie Syntika in der ersten Kurve über dich drüber fährt. Warum möchtest du das hören? Ich weiß ich nicht. Warum bist du jetzt so, Moment, wir sind nicht richtig short, doch 1, 2, 3, 4, wir sind gut. Ihr seid vor allem gerade mit 6 Punkten am Start. Ich möchte jetzt Leistung von euch sehen. Ich habe gerade Team, wie kann das sein? Das Team Rot angefeuert, jetzt feuere ich euch an. Jetzt will ich aber sehen, ja. Mit Abstand. Mhm. Ihr macht das. Wir machen das. Okay, ist Bram schon im Rage? Ich glaube, Bram ist nach Hause und also im Rage geboren worden. Das ist so ein bisschen hier das Problem. Und ich dachte so, warte mal, jetzt habe ich was Falsches gedrückt. Sorry. Wir starten leider in der Perspektive eines Zuschauers. Deshalb hat sich hier nichts bewegt am Anfang. Sehr gut, immer das F-Wort aber nicht schlimm. Asta fährt erstmal. Wow! Ja, Kurven, wie ich gegangen bin und No Way fährt vorne weg, aber No Way kennt die Strecke nicht und fährt eiskalt falsch. No Way, auf Abwägen. Was? Hier ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Strecke kennt.
Im Sommer das ist immer bitter. Gedacht, wer die ganze Zeit Trompete oder sowas spielt, das arme Kind. Weil das ist bitter. Stundenlang immer Trompete. Da kommt Sintika und... Es war er! Sintika ist über Bram drüber gefahren. Gott, sie will mich auch einfach ficken, ey. Bram ist gefasst. Ja, bin ich. Bram ist gefasst. Aber hier kann man mit einem Bus kreuz und quer übers Feld fahren. Das ist natürlich ein nices Game. Christian versucht hier natürlich Dylan nicht zu rammen, aber... Oh, Formula-Leder! Oh. Michi, du bist hier recht! Das wusste ich nicht! Oh! Danke fürs Bescheid sagen! Die hat nicht so viel Leben mehr. Daluk hat auch nicht, Fischi auch nicht mehr. Ey, Team Gelb hat's aber hart erwischt. Nein! Team Gelb hat's hart erwischt hier. Fiese, fiese Runde. Christian kann hier ganz gut punkten mit seiner Map-Expertise. Aber braucht ein bisschen Zielwasser. Ja, so wird's nur Lappen. Ein Ausflug ins Grüne. Richtige Lappen. Eieieiei. Oh mein Gott, hinter mir sind zwei Gelbe. Sintika trifft Leute. Versucht Leute zu finden und findet hier einen Grün. Sobald, okay, ab jetzt. Lalena! Wenn ich dir jetzt eine Runde bin, soll ich dir beschreiben. Weiß ich nicht. Ich bin einfach aus. Sintika. Sintika kommt hier auf der Map nicht so ganz klar, weil es sehr weitläufig ist. Da kann man den Bussen doch recht gut ausweichen. Das ist das Problem hier auf dieser Map. Aber die Busse können auch einfach von der Seite kommen. Das ist halt frech, ne? Boah. Du schnappst ihn dir. Auf geht's, Michi. Jen, spieß Bram auf. Okay, dann schnapp ich ihn mir gleich. Bitter. Jawohl. Wir gehen mal zu Team Gelb rein, die gerade... Ich bin tot. Ich habe letztens keine zweite Runde geschafft. Wow. Aber ich schaffe sie. Ich komm dort. Ich bin auf der 7. Dalu verloren haben. Jawohl. Ich bin auf der soliden 9. Alter, ist das eine verwirrende Strecke? Fischi ist am Start, aber... Besser? Low, würde ich sagen. Sind alle low. Okay, Dylan. Nicht so wie No Way. Dylan fährt hier ein paar Donuts. Du musst rollen, ich spiel auf, aber... Startziel. Aster vielleicht Hauptsache Target Punkte. Ich guck mal, wo du Hauptsache bist. Übers Ziel fahren. Team Rot ist auch angeschlagen. Aster ist in der allerersten Kurve. Aber Peter die holt hier die Punkte für Team Rot. Der wurde Team Blau und Team Grün dominieren hier gerade. Es fahren. Oh, da kommt Christian wieder. 12 Leute mit. Es sind Christian holt Leute nicht Fischi. Mich machen einfach 100 HP. Wie soll das gehen? Jen kommt. Jen könnte sich jetzt... Kritischer Schaden. Könnte sich jetzt den ersten... Oh nein. Dave und Lalena. Team Grün am Dave und Lalena. Aber nein, man kann viel zu gut ausweichen auf der Map. Und die Busse kriegen die Kontrolle nicht. Aber Asta ist auch down. Ja, Dylan ist down. Fischi. Peter macht leider jetzt zu viele Punkte. Oh, ihr habt gute Punkte gemacht. Der Kill zweimal war so Team wichtig. Grün, ey. Was da los? Okay, ja, das ist also pass auf. Team Blau müsste das jetzt halt. Oh, was? Das hagelt Punkte für Team Grün. Der hat wir gehen mal zu Team Grün rein. Oh, Peter ist einfach direkt in meinem Getriebe drin. Oh, das war knapp, Lena. Da war die Sintika gerade am Start. Sonja zieht an Christian vorbei. Peter und da kommt Sintika. Oh! Autsch! Und Christian schnappt sich da auch den Bus. Ankommen ist wichtiger. Okay, wo kommt der nächste Bus? Die werden total auf uns gehen. Es sind immer noch zwei Runden. Aber gut, es ist trotzdem, wir haben schon so viele Punkte geholt. Das ist echt Eieieiei, Grün könnte das hier nach Hause holen. We are checking. Das sieht alles gut aus. Wenn wir auf dieser Position bleiben, gewinnen wir. Oh, die Busse können überhaupt nichts an Team Grün rütteln. No way auch tot. Team Gelb ist komplett raus. Also... Nur noch Sintika ist drin und die rammt. Wir sind gut. Die Fahrer sind raus. Peter wird weggehauen. Team Grün spielt das eiskalt runter. Lena und Dave fahren einfach um ihr Leben. Echt? Glaube ich, immer durchfahren lassen. Okay, ja, weil die haben ähnliche Punkte wie wir. Danke. Zack. Sintika nochmal die Sonja mitgenommen. Lena kann ausweichen. Oh, Jen. Shorty versucht auch noch Punkte zu kriegen. Shorty könnte... Ah, das ist eigentlich eingemeißelt. Oh, jetzt kommt wieder Sintika. Es könnte nur noch Sintika, wenn sie richtig rumfährt. Aber da muss man ganz schön viele Runden fahren. Um die Differenz zu Team Rot aufzuholen. Oder aber Sintika holt sich noch einen Takedown. Shorty töten? Nee.
Rot hat nochmal Punkte gekriegt, wahrscheinlich von Jen. Da gibt's keine Punkte mehr für NPCs. NPCs, Alter, wird das ein, kann man leider hier nicht takedown. Nein, wir sind ja wirklich Ferrari. Das tut mir leid. Also, es ist, glaube ich, aber es ist noch nicht der letzte Fahrer durch. Wer fehlt denn noch? Ja, komm, Jen, alles gut. Peter ist 10 Sekunden weg. Alles gechillt. Sehr gut. Als ob die fahren noch. Okay, ich bin da ein bisschen lost gerade gewesen. Ich dachte, die wären schon durch. Weil es so krass Punkte gegagelt hat. 107 Punkte, Team Grün, stark. Boah, und die schnellste Runde holen wir auch noch. Auf jeden Fall sehr stark. Bram fast down. Ja, ey, das ist also. Haben wir auch noch so die, klingen Sieger. Die beste und die zweite. Bram, was machst du denn da? Oh mein Gott, was ein Move! Was ein Move! Bram einfach zurückgesetzt, aber vielleicht der Takedown hier. Oh mein Gott, Jen holt sich nicht! Oh nein! Bram. Jen hat sich selbst fast getötet! Aber Bram könnte sich jetzt Jen noch holen! Was geht denn da ab? Bram! Nein, Bram! Bram ist noch gerade raus! Ich reg mich die ganze Zeit. Oh, Jen hat einen HP! Ich geh zu Team Blau. Ja. Ja! Scheiße! Nein, das ist Linie! Oh, richtig stark! Ella Lena 48 Punkte! Dave 43 Punkte, Peter 37 Punkte und Sintika einfach 18 Punkte geballert im Bus. Krass, Bram 28 Punkte. Bei Dave auch. Jen war leider im Bus nicht so gut mit 6 Punkten, Christian 7 Punkte im Bus. Ich glaube nicht, dass wir da eine Chance haben. Habt ihr gewonnen? Ei! Quatsch, was für dich da? Schwierig. Ich war Toilette kurz. Okay. Oh mein Gott. Schwierig. Ja, mein Gott. Uff. So, ich gehe mal eben kurz hoch. Wir machen mal noch mal eine kleine Übersicht über das Event. Denn für alle, die dazugekommen sind, aber noch nicht den Anfang verpasst haben. Wir haben gerade Drytown Desert. Das ist eine Special Map, Runde 5 von 15. Und das ist ein Spezialrennen. Ich erkläre den Teams jetzt eben, wie es abläuft. Jedes Team darf ein Fahrzeug nehmen, aber das nicht doppelt. Nicht den Star Beast und nicht den Schulbus. Anne? Kurze Erklärung für euch. Wir spielen jetzt eine Special-Runde. Habt ihr eure Kamera beim Auto? Dort dürft ihr jeder nur ein Fahrzeug wählen. Also nur einmal Y drücken. Ja. Ach, warte mal, ich hab mich gemutet. Mega smart. Ich denke, warum ignorieren die? Wenn du bist du ganz nah. Wir spielen jetzt eine Special-Runde, deshalb für euch als Team, überlegt euch mal, jeder darf ein Fahrzeug nur fahren. Es darf nicht der Star Beast und nicht der Schulbus gefahren werden. Oh. Bitte die Fahrzeuge, die ihr wählt, dann in der entsprechenden Teamfarbe einfärben. Und von den Leihfahrzeugen aber, oder? Von den Leihfahrzeugen, richtig. Ich hol den Rocket. Hello. Auch Ansage an euch. Wir haben jetzt eine Special-Runde, wo ihr jeder nur ein Fahrzeug fahren dürft, also ein unterschiedliches Fahrzeug. Und das darf nicht der Starbeast sein und nicht der Schulbus. Ah ja, alles klar. Okay. Bitte dann auch entsprechend einfärben. Dankeschön. Sepp, ich bin nur ganz kurz rausgeflogen. Ich freue mich nur eine Minute, aber ich bin schon am Alles gut, ich muss ja eh den anderen noch erklären, was hier das Special ist. Wie über also, denkst du, wie leistungstechnisch... Bist du zufrieden als Captain? Habe ich dich mit der Ankerrolle gerechnet? Am Ende ist es egal. Selbst wenn du nur einen von 100 Punkten geholt hast, wenn wir gewinnen, darfst du alle Trash. Hallo, ich möchte euch gerne die Special-Runde erklären, aber natürlich euch in eurer Freude hier nicht unterbrechen. Ihr müsstet jetzt für die Special-Runde einmal ein Fahrzeug wählen von den Leihfahrzeugen, was nicht der Starbeast und nicht der Schulbus ist. Und jeder darf nur eins davon nehmen. Also immer jeder muss ein unterschiedliches haben am Ende. Das heißt, Ende. Wir müssen das auch wieder färben, ja? Und das dann färben. Also am besten einigt ihr euch vorher auf dem Wagen jeder und dann färbt ihr das in eurer Teamfarbe eben ein. Ja, okay. Ihr habt auch ein bisschen Zeit. Ihr müsst mir gleich nochmal erklären. Ja, Pro Rennen 11 Punkte verteilt. So, Team Grün, ihr wisst ja schon, was eigentlich Phase ist. Ja, kein Starbeast, kein Bus. Ihr dann ein anderes Auto. Starbeast macht mich... okay. Also Hammerhead ist okay, Rammer ist okay. Motorhome genau, nur von den Leihfahrzeugen. Motorhome ist wirklich okay? Motorhome ist okay?
Motorhome ist okay, ja. Okay. Und aber darf nur einer haben, ne? Ja, ich bin wieder hier Busfahrer. Stimmt, es darf bloß jeder einen, eins von... Es darf jeder Auto- nur hm, einen davon im Team haben. Jetzt taken. Okay. Also da bitte auch drauf achten, das nochmal einzufärben, wenn ihr das aufgeteilt das habt. Stimmt, das habe ich noch nicht. Gibt's denn irgendwelche Präferenzen? Ich hab mir... So, hier wird dann jetzt fleißig geschaut, wer was nimmt. Das sind die zugelassenen Autos, die kann man, die sind jedem, stehen die zur Verfügung, weil in Wreckfest kann man sich auch Autos freischalten, durchspielen und deshalb ist es natürlich schwieriger, wenn man da mit erfahrenen Spielern zusammenspielt, die fahren einfach davon, das wäre unfair. Deshalb, das ist die Liste der Fahrzeuge, die gehen und davon darf jeder im Team, muss ein unterschiedliches haben und es dürfen nicht die Main Fahrzeuge wie der Schulbus oder der Starbies genommen werden. Das sind die in Anführungszeichen stärksten Fahrzeuge. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und was sich da in dieser Runde ergibt. So, ja, sonst haben wir natürlich gleich auch noch hier. Nach 5 Runden kommt unsere Twitch-Abstimmung für die Map, die ihr entscheiden dürft. Also Runde 10 dürft ihr nachher live im Stream entscheiden, welche gefahren wird. Also bereitet euch davor. Wird ungefähr in einer Stunde sein, würde ich mal behaupten. Wir gucken mal in die Teams rein, ob sie fertig sind. Könnt ihr auch mal die Augen aufhaben. Warte mal, Boomer, Rammer, Rammer. Okay, hier scheint sich was rauszukristallisieren. Der Rammer scheint hier in jedem Team vertreten zu sein. Sehr gut. Und der Boomer, also Entschuldigung, ich muss natürlich die Szene wechseln, sonst könnt ihr das natürlich nicht überprüfen. Ihr habt absolut recht. Motorhome wird hier auch nochmal gewählt. Also, ich glaube, das sieht schon fast so aus, als ob sie fertig sind. Ich frag mal eben kurz. Die Definition von Wahnsinn ist etwas immer wieder zu tun, obwohl es nicht funktioniert. Okay, ich weiß nicht, was ihr geplant habt, aber habt ihr eure Fahrzeuge fertig eingefärbt und seid bereit? Ja, wir haben sie auch ablackiert. Ja. Wir sind blau. Viel gefahren, das ist ziemlich nice. Habt ihr eure Fahrzeuge ablackiert, wie Bram sie das liebevoll nennt? Ablackiert? Ja, ihr habt eure Fahrzeuge eingefärbt, wie ihr das fahren wollt. Ich glaube, ich nehme den Gremlin, der hält mir aus. Egal, wir dürfen ja jedes Mal einmal seid verwenden. Seid ihr bereit und habt eure Fahrzeuge gefärbt? Ja, da gibt's noch ein, Was denn? Ich habe das Gefühl, dass, also Sintika spielt ja ziemlich gut, das heißt, das ist halt vielleicht Jen das Beste, wenn sie das gute Auto gewechselt. Jen hat auf den Gremlin gewechselt. Was ist ein Gremlin? Will ich gar nicht wissen, aber das ist ein normales. Ja. Der Rammer ist gut zum erst und einzige Mal, dass ich 300 auf einer öffentlichen Straße gefahren bin. Seid ihr bereit und habt eingefärbt? Na klar. Yes. Wir haben uns eingefärbt. Ich kann nochmal kontrollieren. Mein Wohnmobil ist grün. Ja, ich bin auch grün. Nice. Ja, dann würde ich sagen, starten wir sofort los und euch viel Erfolg. Gehen wir rein. Lassen wir mal den Timer starten. Vielleicht schreibt jetzt noch jemand, nein, ich bin noch nicht fertig. Aber wir müssen einfach ein bisschen Druck erzeugen, ja? Ein bisschen Druck erzeugen. Chris sehr leise. Ja, das ist leider sehr schwierig, im Discord alles zu pegeln. Ich gebe ihm noch mal ein bisschen... Ich mach Christian mal noch ein bisschen lauter. Das variiert ja auch zwischen den Runden und im Rennen. Ich habe die alle ein bisschen extra runtergepegelt, dass man im Rennen dann ein bisschen weniger von denen hört. Weil dann teilweise auch Sachen geschrien werden und euch nicht, so wie bei Sintika am Anfang, die Ohren wegfliegen sollen. Asta hat noch nicht bereit gedrückt und Christian hat noch nicht bereit gedrückt. Könntet ihr aber, oder? Aber, hey, wir kriegen das schon hin. Dann let's go in Rennen Nummer 5 von 15. Wieso drückt Asta nicht bereit? Es kann sein, dass Asta jetzt nicht mitfährt, oder? Ich guck mal rein. Mann. Oh mein Gott. Ach, oh mein Gott. Oha. Enge Strecke. Kleines Auto hier von Vorteil, aber sobald man einmal weggerammt wird, ist natürlich Ende im Gelände. Ja, da kommt ja gar nicht um die Kurven. Wir haben aber 16 Teilnehmer am Start, von daher sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, ich bin schon hängen geblieben.
Als ob No Way hier reingeht und die Führung übernimmt. Die dich. Wohnmobile haben ein bisschen Probleme hier, aber es wäre insane, wenn No Way hier als Rookie... Ich habe einen Grün rausgenommen! ...einfach mal nice. Hier Platz 1 holen für Team Gelb. Alter, insane. Da will ich rein. Dafür gegen die Wand fahren, ne? Also jetzt bin ich hinten, aber... Alter, Level... Okay, ich bin auf 4. Stark! Und da kommt Franzi geholt, rein ja. mit dem... Oh, Wohnmobil! Ich bin halt okay. wieder tot. Dalu ist fast tot. Ist Sepp bei uns im Chat? Entschuldigung, ja. Nein, war ich gar nicht. Ey, No Way, das war mega awesome. Ich hab dich voll gefeiert. Kommentator, ich höre nichts mehr. Oh mein Gott, jetzt bin ich tot. Toll. Ja. Stopp, geh vor, du bist in der Kette, du kommst hoch. Du hast freie Bahn, Junge! Jawohl! Sonja wird mich rausnehmen. Aber Sonja kann kein Auto fahren. Das ist der einzige Vorteil, den ich hab. Ich glaube, das soll grün sein. Das ist okay. Grenzwertig, aber ist okay. Ich brauche mehr von dir. Ich geh durch. Ich geh jetzt durch. Ich werde halt wirklich hart immer rangenommen am Anfang. Ich kann nichts machen. Verliere mal drei Viertel Leben in der ersten Runde. Dalu ist einfach down. Dalu wurde direkt. Und ich habe es 10 oder was weggerammt. Freddy, fährst du noch? Ja, ja, Dave, ich bin noch im Fahren. Okay, nice. Formula Lena und Peter, zwei Rude hier. Raus, ne? Hey, ich fahre. Aber ich bin irgendwie fokussiert auf Chris. Du solltest vielleicht... Soll ich rückwärts fahren? Nee, wie viel der Platz bist du? Fahr mal Runden. 12. Fahr mal Runden, da sterben gleich Lena noch zwei. Lena hat schon ein grünes Auto. Da ist zwar ein bisschen rot noch drin, aber das ist die Lackierung von dem komischen Ding. Direct geht. Oh, ich bin tot. Ist jetzt, würde ich nicht sagen, intended. Was ist denn mit der? Oh, Christian die konnte seine eigene Teamkameradin dann natürlich auch nicht so gut erkennen. Mit einem normalen Auto. Ja, das ist das Rammer gewesen. Ja, ja, genau. Aber okay, Dylan hier. Team Rot kassiert Punkte und Punkte, aber Asta fast raus. Oh, Asta tot. Da ist ein Milchbaum dran. Fischi. Renner folgt dich gerade. Fischi, welcher Platz bist du? Leider ein Teamplayer, aber ich hab einen Kill geholt. Und Freddy? Nice. Ich bin tot, ich bin tot. Oh, no, fuck. Sonja, komm her. Okay, was dann ist denn mit dem? Mann! Schwierig. Jetzt gibt's nur noch Fischi und Syndica. Die hier. Du musst jetzt anspannen, Fischi. Wir brauchen noch ein paar Erste jetzt. Punkte holen können. Zusammen. Das sind viele. Das wird schwierig. Ja. Team Blau hat halt noch 4 Fahrer. Das wird hart. Ich meisten bin ehrlich. Tot, Leute. Ich bin ehrlich. Es fehlen 15 Punkte. Also Jen müsste jetzt sterben. Ja, Christian ist auch am Start. Ein guter Zweiter oder Dritter ist auch wertvoll. Ja, Sonja möchte. Achso, Sonja. Syndica möchte gerne. Einen Kill haben, aber zu welchem Preis? Ist noch einer von euch so weit drin, dass er wen rammen könnte? Oh, hey, ne? Christian! Sind die da drin? Fischi maximal. Oh, 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 aber die sind doch so fokussiert. Oh, Christian ist tot. Oh, ja, ja, ja. Oi, 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 oi. Lena hat da den Kill für Christian gekriegt. Ich will meinen Bus wieder haben. Eieieiei. Also Team Rot macht es aktuell am besten hier. Hat aber auch schon Asta und Jen verloren. Wir gehen mal zu Team Rot rein. Peter ist schon durch. Ding? Wenn die sowas nicht organisiert? Peter, schon so im Real Life meinst du? So ein Real Life Wreckfest würde ich eigentlich streamen bei Pizza mit. Ganz ehrlich, bitte. Hätte ich auch schon Bock drauf. Ich meine, letztes ja Mal. Ne? Ja, genau. Das müssen nur viele auch noch Verträge Punkte, aber ja. Das reicht nicht, um an Team Blau ranzukommen. Wir haben noch Lena, die fährt, oder? Können wir noch überholt werden? Ich habe beendet und ich weiß nicht, ob ich Syndica noch bekommen habe oder nicht. Syndica ist nicht mehr im Spiel. Wir haben auf jeden Fall einen ganz guten Punktevorsprung. Blau ist gerade wieder gut dabei und Sonja hat so wenig. Blau ist Smash Lunatic auch. Franzi. Bist du noch da? Eieiei. Oh, Sonja ist noch ins, als ob Sonja ins Ziel gekommen ist. Ja, Franzi könnte hier auch noch Punkte verschenken. Also das ist gefährlich manchmal. Noch so ja. Low HP. Oh, haben wir echt die Runde geholt? Ja. Was macht sie? Oh, what the fuck. Also ärgerlich natürlich, dass Grün Zweiter ist, wild. Aber trotzdem super. Stark, Team Rot. Da ändert sich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr dran. Holt hier die Special-Runde. Peter einfach 41 nein, Punkte. Das andere, das... Nein. Dominiert 35 Bram, 32 Dave. Ein anderes Fahrzeug nehmen als den, den wieder vorgespielt haben. Naja, den komme ich gar nicht klar. Das Handling ist so verrückt. Schwieriger crazy. Auf der Strecke, genau, würde ich sagen. Einen Unterschied feststellen der arme Dalu nur 4 Punkte bekommt, direkt raus gewesen. Handling her viel, viel angenehmer. Ja. Was ist denn das zweitgejuste Auto? Schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt dürft ihr natürlich wieder Fahrzeuge eures Vertrauens wählen. Yes. Also wahrscheinlich der Hammerhead. Auf Serverinfo links klickt, dann seht ihr relativ schnell, es sieht aus wie so ein Hodensack. Okay, ihr dürft wieder die normalen Autos verwenden. Das ist keine Limitierung mehr. Ja.
Ihr dürft wieder die normalen Autos verwenden, just for your information. Und alter Dalu, ey, du hast aber auch Pech gerade, ey. Holy shit. Sag nicht Pech, der ist einfach ein schlechter Ingame wieder. Ich verliere 70 HP in Runde 1. Alter, ey, weißt du, dahin nach der ersten Runde schon einfach raus. Ja, danke schön. Das soll ich machen. Schönen Abend. Gossen die sich dann später oder vielleicht auch ein bisschen? Ihr dürft jetzt wieder Fahrzeuge eures Vertrauens wählen, also keine Einschränkungen mehr. Jawohl. Dankeschön. Das ist eine smarte Taktik. Also du meinst hinten auch versuchen, also da sich rauszuhalten komplett am Anfang und so. Und dann hoffen, dass vorher einfach alle Leute sterben. Unter anderem vielleicht dann halt auch gegen Ende des Spiels einfach selbst überall reinzuhalten, weil du full life bist und dann die ganzen Reste weg. Next. Vielleicht, zum Beispiel. Wenn eh die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass du über mehrere Runden vorne fährst, kann das ja vielleicht... Hast du noch Team ändern? Oh, sorry. Ja. Okay. Bleibst du jetzt beim Rammer? Ich versuch's nochmal. Ich hab nichts zu verlieren. Du kannst auch wieder Starbys sonst nehmen, wenn du damit gut klargekommen bist, ne? Ja, ja, das war nur halt irgendwie mir zu... Ich konnte ihn nicht handeln, Leute. Den Starbys meinst du jetzt? Ja, der hat mich dominiert. Okay, interessant. Asta nimmt ein schlechteres, langsameres Fahrzeug, weil er da besser mit fahren kann, verstehe ich. Als er mich auf ein Pferd setzt und der einmal macht, was er will. Und wenn man die Map nicht kennt, ist es natürlich deutlich schwieriger auch. Nicht klar. Na, ja, okay, gut. Let's go. Lass die letzten 20 Sekunden schweigen, bitte. Komm. Ich fand's witzig. Und Dankeschön nochmal an den ganzen Support, an euch da draußen. Bitte nicht bereit. Bitte nicht bereit. Okay. Ich kann den Wagen nicht mehr wechseln. Bitte nicht bereit. Okay, wir müssen neu starten. Einmal neu starten, bitte. Okay, du bist weiter. Ich komm von hinten schön. Bitte einmal alle aufgeben. Oh lol, ich kann immer noch den Dings. Bitte einmal alle aufgeben. Bitte einmal alle aufgeben. Bitte einmal alle aufgeben. Bitte einmal alle aufgeben. Oh, sorry. Was war los? Ich hab ich dachte, das Auto nicht gewechselt. Aber ich dachte, ich hätte es gewechselt. Manchmal mit Enter muss man das, das ist so eine Sache. Ich finde, es gibt keinen Minuspunkt, weil die Franz hier ist neu. Ja, Asta und Fischi auch nicht. Das ist die erste gelbe Karte, die hier heute vergeben Asta wird. Asta und Fischi auch nicht? Nee. Mhm. Auch die gelbe Karte an Asta und Fischi hier. Danke. So, und mein Chat schreibt, du warst auf dem Bus drauf. Aber Asta möchte den fahren. Also, und ich dachte, wir dürfen nur Starbeast oder Hammerhead fahren. Nein, ihr könnt fahren, was ihr möchtet. Ihr dürft jetzt auch Starbeast und Hammerhead wieder fahren. Lol, dann hätten wir sogar so fahren können. Ja. Ja, aber also... Ja, ist egal. Wir nehmen die gelbe Karte. Das ist okay. Also für Franzi nehme ich das in Kauf, weil die ist das erste Mal dabei und das ist okay. Aber es gibt trotzdem eine gelbe Karte, weil das Team kann ja natürlich aufpassen. Ja, und geh. Es wird jetzt keiner heulen deswegen. What the fuck? Okay. Das habe ich auf jeden Fall mit gesehen. Sagt ihr Bescheid, wenn ihr fertig seid? Wir sind fertig. Oh, warte mal. Achso, wir mussten nochmal neu reinladen, weil die nächste Map schon geladen wurde. Okay. Weil wir das vorprogrammiert haben. So, jetzt habe ich den Schulbus ausgewählt. Sorry, ich war safe drauf. Alles gut. Ja, Franzi, da muss man mit Enter und manchmal nimmt er das nicht und dann muss man das nochmal machen. Das ist mir auch schon häufiger passiert. Okay. Shorty, was wolltest du sagen mit deinem Dating? Ja, ich habe so schlechte Erfahrungen teilweise damit gemacht. Lupe hier nicht rein als Bus. Also da gab es, was war schuld? Da gab es Probleme. Unser Rookie hat das falsche Fahrzeug gewählt, aber das hat er nicht eingeloggt. Deshalb gab es da eine gelbe Karte, aber weil es ein Rookie ist, ist es... Bin ich nicht in Ordnung. Das heißt, nur eine Verwarnung. Nobody dürfte aktiv schummeln, ja? Das ist nicht aktiv schummeln, aber wenn in eurem Team ein Rookie ein Fehler passiert, dann wird es auch mit der gelben Karte geahndet. Okay. Genau. Also wenn ihr bereit seid, das ist auf Geld, ich kann irgendwie mein Team nicht auswählen. Macht bereit. Achso, ich kann das Team nicht. Ich kann es nicht auswählen. Es gibt keine Teams. Ja, warte, ich versuche mal eben zu unserem Head of Einstellungen zu gehen. Daniel. Nice. Ach, du musst es jetzt nochmal alles neu einstellen. Okay. Unser Head of Regeln
der Daniel, der Gath war, könnt ihr gerne einmal im Chat loben. Der ändert das hier alles on the fly, damit ich mich ein bisschen mehr auf euch konzentrieren kann und die Teams. Deshalb mussten wir jetzt einmal zurück, weil die Map schon gewechselt wurde auf die darauffolgende. Genau, den könnt ihr auch gerne mal loben, ey. Der macht das ja richtig gut. Ich hab dir noch nicht erzählt, was ich beruflich mache. Und dann war das irgendwie kein Riesenthema. Und bei dem anderen war so, gib mal einen Namen, wie heißt du? Ja. Streams auf Twitch und YouTube bin ich immer so. Dasselbe geht gerade um Johannes. Ah, Johannes, ja, okay. Johannes, der klingt auch so ein bisschen nach, wohnt im Altbau. Stimmt. Mein Opa heißt Johannes. Aber nichtsdestotrotz habt ihr die richtigen Teams und die richtigen Fahrzeuge. Autos. Ja. Nice. Muss noch jemand schiffen? Seid ihr bereit? Ja. Eine Sekunde, ich ich bin bereit. Gibt's nach der Runde, kann ich da kurz Pipi machen? Wir können eine Pinkelpause danach einlegen, Peter. Du hast den Sack geworfen und dann machen wir gleich einen Timeout, okay? Gut, dann gehe ich auf bereit. Oh no! Was? Was denn? Alles gut, ich kann nicht mehr umlackieren, oder? Doch, du kannst währenddessen nur lackieren. Okay, gut. Ich wollte keine. Du musst jetzt nur nicht Opa-Gicht-mäßig eine halbe Stunde zum Lackieren brauchen, aber dann sollte gehen. Du hast 45 Sekunden Zeit. Problem, ja genau. Ihr also, seid jetzt, ihr seid, pro- ihr seid fertig, ne? Ich spiel nur schlecht. Moment, mussten wir neu färben? Nee, ne? Nee, okay. Nee, ihr seid ja nicht komplett vom Server geflogen. Ja, wir sind ready. Ihr seid Profis, ihr seid die. Ihr seid die Erfahrensten hier, ihr macht das. Ja, wir sind krass. Aber jetzt mach mal Team Blau weg, ja, bitte. Nein, Team Blau nicht. Mika Häkkinen-Fan gewesen. War euch alles cool? Ja, super. Ja, okay, nice. Gut. Dann können wir gleich losreiten. War die falsche Strecke gerade oder wird vor? Nee, ach, es wurden da Dinge nicht richtig genommen. Ah, okay. Als Rookie kann man manchmal. Also, Breakfast lockt ja manchmal nicht das Fahrzeug ein. Du, wir haben zwei Rookies und trotzdem, bei uns klappt alles Palette. Ganz hinten. Let's go. Lego! So, No Way wieder vorne am Start. Ist natürlich immer frech, wenn man als Rookie halt die Map nicht kennt. Peter hat mich schon, ich bin. Alena wurde leider direkt. Oh, gefokust, aber No Way. Das ist so gemein. Okay, die gehen alle komplett auf mich. Die Tracks einfach vorher. Die gehen alle komplett auf mich. Einfach mal den Leuten noch schicken, damit die üben können oder so. Ich weiß nicht, was ich denen getan habe, warum die so eine Wut auf mich haben. Ich glaube, du hast einfach gestanden. Das war einfach. Alena, Christian hat es erkannt. Du hast da einfach gestanden. Ich glaube, hier wird keiner. Oh Gott! Also, geforst. Ich habe halt eine schöne Übersicht hier vorne. No! Lena ist ein HP. Ja, die habe ich nämlich schon mal noch. Am Anfang, Entschuldigung, pure Wortwahl. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr. Ich bin Dritter. Jo. Wir holen Punkte für die Lena. Wo seid ihr, Team? Boah, ich besuch die heute. Ich weiß, wo die wohnt. Ja, das stimmt. Lena ist schon raus. Team Grün hat schon eine Fahrerin verloren. Zündiger, nimm den mal weg hinter mir. Das bitter für das führende Team. Hier ist No Way rechts abgebogen, aber ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung ist. Ich habe ihn seitdem noch nicht gesehen. Das war eine sehr starke Abkürzung. Oh, Bram wird einmal angetatscht. Asta ist low. Dave auch. Oh, Bram hat sich das gelohnt. Bestimmt. Wir gehen mal zu Team Blau rein. Ich komme auch. Ja. Boah, Alter, das ist alle gekommen. Bram, Alter. Das ist immer am besten, wenn man es gleichzeitig passiert. Ich komme wie ein Pfannekuchen. Du kommst wie ein Pfannekuchen? Wie ein Pfannekuchen von hinten. Oh, schon hier. Franzi, den Kill geholt. Nice. Uiuiui. Ja, läuft bei uns. Team Blau versucht zu holen. Hand in Hand. Wie ein Pfannekuchen. Jen hat jetzt gerade kein vor sich. Was machen denn Pfannekuchen? Was ist denn hier los? Heute. Oh, Jen hat Peter. Gegen Fischi ist sofort tot. Habe ich jetzt ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Ich hasse das. Oh, da kommt ein gelber Bus. Da kommt die Sintika mit Dylan. Uiuiui. Oh, was? Danke, Franzi. Was ist gerade No Way einfach mehr HP abgezogen. Jo, Leute, Michi, wir sind Dritter und Vierter, let's go! Aber gut, ja, das ist mich eben so hart. Sorry. Und wie ist schon Achtung, wieder? Bus von vorne. Oh nein, ich schließe meine Kopfhörer sind abgesteckt. Ey, das
Dave ja, auch nur noch super low. Das gibt's doch nicht. Dave holt 0, 1, 2, 3, aber noch Punkte für Team Grün. Arschloch. Ich hab wirklich nichts mehr. Bis nach dem Rennen. Team Rot hat auch einen Fahrer verloren. Asta. Halleluja. Aua. Oh, Halleluja. Böse. Die beiden führenden Teams nur noch zu dritt. Schaffi, du bist low. Ja, leider. Oh, Fischi auch super low. Ich höre dich aber nicht, was du mir zurück sagst. Oh, Bram! Oh Gott! Ui, ui, ui! Ich muss wenigstens vorher küssen, bevor du mich bist. Ich muss einfach nur überleben, irgendwie. Ui, 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 ui! Alter, was war das denn? Blöder Schlampe! Sorry! Ei! Warum hast du mich denn so sehr? Wir gehen mal zu Team, Team Rot. Kämpfen wir gerade um die Position. Sintika hat mich schon wieder voll erwischt. Ach, Scheiße. Sintika delivert zumindest. Fischi auf Platz 5. Okay, No Way ist so gut wie. Der kommt jetzt da. No Way ist auch down, so gut wie. Jen holt sich hier. Es gibt nicht Fischi. Nicht Fischi? Fischi auch. Der macht aber Formula Lena aus dem Fischi. Oh mein Gott, nein! Lena hat sich Fischi geholt. Damit geht Team Rot in Führung gerade, die eigentlich schon längst einen Fahrer weniger haben. Nein, aber Peter, Peter macht Punkte, Lena macht Punkte und Jen macht Punkte. Das ist wichtig. Immer in Momenten, wo ich nicht ausweichen kann. Oh, und Sintika. Jen, ich fahr aus. Oh, ich hab Shorty. Down. Ja, okay. Oh, Lena, du bist Vierte jetzt. Da kommt Shorty ist der raus. Christian. Down. Oh! Nice. Hat und leider nur für ein. Nee, für einen Ausflug gereicht. Dalu lebt noch, obwohl er am Anfang auch viel Leben verloren hat. Ja. Sintika. Auf Platz Christian 3 holt sich hier Bram, aber ich nicht kann die nicht genug. Racken, weil ich hab auch nur noch kein Leben. Bram kann noch die letzte Runde fahren. Seite, aber, ja. Es leben schon echt nicht mehr so viele. Nee, ich glaube, Durchhaltevermögen ist hier wichtig. Ist noch jemand im Rennen? Team Blau gerade in Führung. Ist hinter mir irgendwo. Aber Team Blau hat auch gerade erst Shorty verloren. Wir haben auch noch eine ganze Runde, da müssen noch ein paar kommen. Wenn du jetzt gut durchbeschleunigst, oh, oh, oh. Jen müsste jetzt auf Bram treffen. Mal gucken. Und demoliert. Bram ist raus, Blau. Das ist bitter für Team Blau. Bringt uns das der stärkste Fahrer in Team Blau wurde. Punkte bringen uns immer was, oder? Von der Strecke gefegt. Das könnte sein, dass Team Rot sich das noch holt. Haben sie auch fast down mit dem Bus. Denn Peter fährt einfach stark vorne weg. Nur noch der Busleder! Mit Dalu Kart. Aber Dalu hat leider alle seine Teammates verloren. Ist noch irgendwo was ich holen kann? Naja, Milchbaum muss doch noch. Aber Team Grün ist einfach am Arsch gerade. Ja, die hab ich noch genommen. Team Grün wurde einfach sowas von durchgenommen. Christian versucht hier noch zu taken. Franzi hat auch Peter zu nerven. Aber mehr wird's auch nicht, außer Nerven. Dalu auf Platz 1. Weiß ich nicht, wo der gerade ist. Der ist wahrscheinlich schon sehr weit vorne. Ja, ja, den kriege ich auch nicht down mit einmal. Und, Chris ist auf Platz 3, aber der ist E-Bus. Das heißt, die machen gerade sowieso. Es gibt nicht mehr viele Fahrer. Oh, sehr stark gefahren. Du hast Franzi weggenommen, auf jeden ich Fall. Ich habe Franzi demoliert, das ist korrekt. Ich habe 3 Blaue. Das gibt Punkte, wichtig! Dalu sichert, glaube ich, den dritten Platz für Team Gelb. Da gehen wir mal das eben zu Team Gelb rein. Oh mein Gott, Dalu! Let's go! Was ist das fertig, das die Freude ist groß. Nee. Denn es ist nur der eine Fahrer durchgekommen. Mehr, ne? Ja, du kannst oh, Peter! Machen. Wir haben 72. Peter kann auch noch ins Ziel fahren. Aber wenn ich halt mache, sehe ich gar nichts mehr. Es gibt nur noch 2 Busse. Christian und Jen. Du hast den dritten rausgeholt. Dalu, aber Biester. Christian konnte Peter nicht aufhalten. Das beschert Busse, ne? Team Rot den ersten Platz. Okay, ja. Stark. Das gibt es nicht, ne? Du lässt dich echt durchcarryen. Ich bin neuer Boxenstopper, ich sag euch, wenn euch was fehlt. Ich kann euch mal durchgeben auf Kommando, wie viel Leben ihr noch habt oder so, falls ihr gerade zu tief drin seid. Imagine, wenn du jetzt noch Punkte machen würdest, wären so viele Punkte. Dalu ist so sauer bestimmt, ey. Der ist jede Runde Erster geworden, glaube ich. Und die sind trotzdem nur Dritter geworden insgesamt. Das war letztes CTC, mein Feeling. Mal gucken, wie das sich noch ändert. Mit wem warst du letztes Mal im Team, Peter? Team Dalu Kart mit 48 Punkten von Dalu. Dominiert einfach diese Runde. Aber Sintika 11 Punkte, Franzi 25 Punkte. Lalena konnte keinen einzigen Punkt holen. Die war so früh raus. Holy moly. Holy moly. Das ist doof. Stark. Ich verschmier den auch ein bisschen an der Tür. Nee, das will ich aber nicht. Also, Türklinke.
Krass. Nee, das ist ekelig. Krass, 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 krass. So, ist jetzt Pipi-Pause? Ja. Außer, das wurde vergessen. Ach, wir haben jetzt eine kleine Pipi-Pause. Ja, ihr könnt gerne eben Pipi machen. Pipi-Pause. Yeah. Kurze Pipi-Pause für alle, die möchten. Ah, ja, Pipi-Pause ist gut. Ja, ich möchte das nach der nächsten. Versteh ich nicht. Aber das ist eine persönliche Agenda hier gerade, habe ich das Gefühl. Kurze Pipi-Pause, falls ihr möchtet. Was? Kurze Pipi-Pause, falls ihr möchtet. Wie fandest du die Runde? Was denn? Wie fandest du die Runde? Ach, Dalu, du hast also 48 Punkte schon stark, ne? Ja, wollte schon sagen. Aber es ist aber unfair, wenn No Way einfach richtig gut startet und dann einfach im Leben falsch abgebogen ist. Das hat man gesehen, aber das ist nicht so. Ja, ich war voll auf dir drauf und also. Was? Das ist jetzt ein kleines bisschen peinlich. No Way auf der 1, er fährt aber rechts. Ich habe die Cine-Route gesehen, okay? Ich habe die Map angeschaut, es war schön. Ich war. Aber das, dann. Das wird. Da so ein großes rotes Warnsignal. No Way. Ja. Bei Server, wenn du auf Server-Info klickst. Ja. Fandest du? Ja, ich fand, das war ein gutes Rennen von dir, Dalu. Danke. Oh. Das ist der erste, der. Ich auch so. Kurze Pipi-Pause, wenn ihr mögt. Danke. Merci. Ja, was macht denn Jen hier? Ich habe nur gesagt, dass ich erst die guten Fahrer rausgeschmissen habe. Ach so. Ja. Das ist fair von dir. Siehst du? Okay, ich wünsche euch noch viel. Ja, wir werden dann auch einmal kurz in die Übersicht gehen, während alle hier mal eben kurz Wasser lassen. Schauen wir uns nochmal an, welche Strecken wir denn vor uns haben. Wir sind jetzt gerade in Vorbereitung auf den Death Loop. Eine sehr wilde Strecke, da werden auch lange nicht alle ins Ziel kommen. Gerade mit dem Bus gar nicht so einfach, wenn man Rookie ist und die Karte zum ersten Mal fährt, weiß man im Zweifel nicht, wo man rumfahren muss als Bus, weil durch den Looping geht's da nicht. Wird auf jeden Fall wild. Und wie gesagt, nach im 10. Rennen dürft ihr da draußen entscheiden, was denn gefahren wird. Ja, und wenn wir heute einmal zusammenzählen, die liebe Jen hat schon 4 Meistertitel hinter sich, der liebe Dave hat 4 Meistertitel hinter sich und natürlich auch der liebe Dalukart hat 4 Meistertitel hinter sich. Das heißt, wenn eins von diesen Teams gewinnt heute hier, dann sehen wir nachher ein Bild, was hier vorbereitet wurde für denjenigen, der 5 Titel nach Hause trägt. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Team Blau heute hier gewinnt. Die haben ja, also sind nicht abgeschlagen, aber auf dem 3. Platz gerade. Mal gucken, ob Team Rot noch einzuholen ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Pipi-Pause dürfte jetzt auch durch sein. Wir starten einfach mal, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Seid ihr alle wieder da von eurer Pipi-Pause? Ja. Nice. Ja, du hast Jen 3, oder? Ich habe 2. Das sind 6. Das sind also seid wieder bereit? Nee, bei uns ist Jen gerade noch auf Toilette. Ich bin da. Ja. Doch nicht, wir sind bereit. Wir sind sowas von bereit. Ich habe Speed Probleme hast. Vielen Dank. Ihr seid bereit? Muss angesprochen werden. Ich muss mit meinem Team. Das ist mein Highlight. Tschüss wieder, ne? Dankeschön, waren alle waren nett hier. Schön, das ist, glaube ich, das erste Crash Team Challenge, was so harmonisch einfach hier abläuft. Finde ich gut. Mega harmonisch. Harmonisch? Nein, eigentlich nicht. Gerne bereit drücken. Ready machen. Gerne bereit drücken, Leute. So, gerne bereit drücken und dann geht's los, Leute. Chris ist noch nicht da. Oh, warte mal. Chris ist noch nicht da? Nee. Okay. Ja, es wurde uns irgendwie gesagt, dass Pipi-Pause jetzt wäre. Ja, 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 das ist richtig. Christian macht Pipi groß. Ja, das ist aber auch, also in so Anwesen bei Pete's Meet, ich verstehe das, das dauert manchmal ein bisschen. Der muss zum Westflug. Ja, und vielleicht hat man unterwegs einfach noch einen geilen Snack gefunden oder was zu trinken. Ich müsste vielleicht auch mal mehr hydrieren, ihr da draußen vielleicht auch oder hier in Team Grün. Ich dachte, jetzt kommt ein Placement oder so. Mehr trinken mit, wen habt ihr noch als Partner? Geroldsteiner. Geroldsteiner. Lecker. Also ich habe jetzt gerade Geroldsteiner getrunken, aber Wasser ist gut für euch. Ja, hallo, Chris. Nice. Ist geschrieben wie Günther Chris Steiner. Ist wieder da. Hallo. Let's go. Chris, noch grün wählen, bitte. Ja. Sehr schön. Dylan, also, darfst du noch wechseln? Wir fahren jetzt Deathloop. Richtig. Richtig. Bus nehmen?
Hat sich ein Spiel, das so hieß? Ja, von Bethesda. Kann... Ah, stimmt, das war das. Ich mute mich mal wieder und dann... Ach, ach, weil Jay gespannt, heute nicht da ist? Nein, ich glaube, an Jay liegt das heute nicht. Machen. Da bin ich, sehr ich glaube auch nicht, dass es eigentlich friedlicher zugeht als sonst, aber ist so zwischen den Stühlen. Also Bram hat schon einige Sachen rausgehauen. Sei wie ein Bussard. Ja, aber gegen den Bus fliegen macht dir ja keinen Schaden. Ja, nicht hier. Deswegen, und mit dem Bus kommst du durch den Loop da nicht durch. Team Rot hattet, Team Grün hattet ganz gut analysiert. Wir gehen mal zu Team Blau rein. Okay, geht jetzt los. Ja, geht jetzt los. Wir brauchen jetzt mal eine Teamansage hier. Wer will das übernehmen? Bram, du? Warte, okay. Fahr schnell, lass dich nicht treffen, fahr safe. Lass dich nicht die ganze Zeit dumpsen von irgendwelchen Leuten, die du erst 3 Minuten kennst, ja? Wow. Das prickelt in meinem Bauchnabel. Blau weggeschnabbelt. No way, fährt. Ich hab gerade gesehen, ich hab kurz deinen Arsch geschnüffelt. Eieieiei. Erste Kurve. Das sind drei Grüne vorne. Das sieht halt echt noch clean aus. Brauchen Team Gelb ein bisschen weiter vorne. Oh mein Gott, das war richtig krank. Oh, Dylan auch schon. Das gefällt mir gar nicht. Richtig hört. Oh, Chris. Oh, Alena ist schon wieder quasi down. Ein AP. Bram hat ein bisschen Pech. Lalena, bitte rausschmeißen einmal. Die hat auch ein Minus-AP. Lalena ist gleich wahrscheinlich schon... Wow, Peter tankt aber auch gerade... Boah, wie? Lalena habe ich gekillt. Brang! Sehr geil. Sehr gut. Schon mal einen Grün rausgewillied. Richtig gut. Sehr gut. Dylan hinter mir auch noch. Ich bin für Team Gelb und Team Blau. Bin ich noch 2 Stripes? Ich bin für Team Underdogs. Dylan hat Low, ja. Wo will ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. So, das mit den Bussen ist so eine Sache, ne? Im Kreis fahren, vor oder hinter dem Looping. Oh mein Gott. Oh, warte mal. Dylan wird gerade gedreht von Dalu. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Frech. Ich war die ganze Zeit Level. Ich war die ganze Zeit auf Platz 3 und dann kommt. Die Busse knutschen sich da auf. Oh mein Gott. Was? No way out! Einfach so Bus berührt, das ist unangenehm nach dem Looping. Unangenehm nach dem Looping. Wenn ich Gen.C denke, ich mir immer, die hat das scheiß Katapult nach Mordor gezogen, wa? Jo, wer ist das? Dalu! Alter, frech. Das war Dalu-Kart. Frech. Nee, Dalu-Kart. Franzi bettelt sich hier mit Dalu. Team Grün hat schon 2 Leute verloren. Dylan und Lalena. Dave hier, unser amtierender Meister. Alter, hast du einfach dazwischen durchgerödelt. Nice. Dave gönnt, nice. Aber alleine weiß ich nicht. Mit Christian vielleicht. Ich hab noch Wieso ein Leben. Ist dieser Ork immer da? Franzi ist low. Shorty. Oh nein! Franzi feedet hier Sintika! Oh Scheiße. Uiuiuiui! Sie wollte Sintika down machen, aber die hat einfach mehr Leben. Das war's mit dem Bitter. Bitter. Wir gehen mal zu Team Gap rein. Endes Spiel! Norman, wenn du noch Top 10 bist, nur weitermachen. Ich glaube, wir gewinnen auf Runden. Ich habe sie rausgedreht für einen Punkt. 3 blaue raus. 2 grüne raus, ein roter raus. Okay, wir. Das dann. Oh, Jenny. Ja, das Problem ist der Master. Die Blau ist ja fett am Arsch. Die Grün auch, aber. Das Frau Lena ist auch noch. Also, Master das Franzi ist das da und. Auf der 1. Das bitte, Franzi und Bram. Shorty muss doch nur zum Ziel. Ja, aber er fährt noch, oder? Ja, Shorty! Aber, ja, Moment, Chris greift auch nochmal an. Wichtige Punkte, um sich von Team Grün abzusetzen. Das ist 9. Und wir haben unsere Plätze nicht verloren dadurch. Oh! Oh! Okay. Oh! No way! Einfach rückwärts fahren! Jen, bis aber zum auch Ziel! No, das aber, ich nein! Glaub, das da kann Lena ihn auch überholen! Denke ich auch. Oh, ich hoffe, das waren nicht relevante Punkte, die da jetzt verloren gegangen sind. Du musst auch die Lab musst du auch noch beenden. Top 10 am besten, Freddy. Jetzt ja, als Top 10 bin ich immer. Und Jen! Ja, ein HP! Ein HP! Wenn wir die beide gerammt hätten, wäre die weg. Ich wollte gerade sagen, hättet ihr die gerammt, hättet ihr die Punkte bekommen. Und die rammen sie vielleicht nochmal. Der Bus vor der Ziellinie. Jen fährt nach. Der rote Bus. Geradeaus. Die ist hinter der Sprungschanze. Aber die versucht sich selber zu kühlen, glaube ich. Oh, Jen, kann man killen, ja. Da ist Freddy. Nein!
Hab ich schon Freddy hat sich für die falsche Person entschieden. Zurücksetzen, Freddy. Ah, du musst jetzt noch eine Runde machen. Mach noch eine Runde. Freddy, du musst noch ins Ziel fahren jetzt. Ja. Vielleicht hab ich noch. Oh, das wäre so wichtig. Ein Punkt. Du darfst jetzt noch nicht down gehen. Das sind zwei Buster, die mich abcampen. Ja. Freddy! Ja. Wenn du ins Ziel you kommst, dann fahren wir noch weiter. Die fahren weiter. Oh, wie lucky. Die fahren weiter. Oh Gott, das ist knapp. Maror. Ja. 104. Ja, es reicht. Nice! Ja, ja, außer Punkte, oder? Ja! Yeah. Yeah. Let's go! 25 Punkte! Let's go! Asta, 45 Punkte geholt? Wow! Das habt ihr schön gemacht. Formula Lena 39. Wow. So. Oh, toll. 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 Team Rot. Ja, guck mal, wer hat wieder wenig Punkte wir drei gemacht von uns aus dem Team? Wir, bitte? Bitte? Ja, das sind die Kamera. Oh, Alter, ich fahr gleich und dann knallst du. Du warst sehr gut. Stark, Team Gelb. Naja, ich kipp den Titel des Ankers ab, das ist okay. So. Alter, no way, das war Foto-Finish war das hier für euch. Hast du das gesehen? Muah, ne? Richtig noch reingedreht, das Ding. Wow. Stark, stark, stark. Jetzt sind wir immer noch Letzter oder sind wir jetzt aufgeschlossen? Nein, ich glaube, wir müssen jetzt aufsteigen. Wir müssen jetzt einfach aufsteigen. Stark, das stark, stark. Wisst ihr, wir haben jetzt die Führungsspitze gewechselt. Das war richtig, richtig jetzt crazy. Die Calls, die Motivation kamen jetzt woanders her und schon geht's ab. Wer war nochmal die Spitze jetzt? Ja, der du natürlich, ne? Da ja, war gut. Ich war ja, Team Rot. Ich ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Wir sind ein Team. Also, ich muss da, Leute. Habe ich mir das richtig notiert, dass Grün gerade Letzter geworden ist? Das ist gut für uns. Weil... 19, 16, das ist richtig, die haben sehr früh sehr viele Fahrer verloren, Team Grün. Das ist ja schade. Aber Asta, Glückwunsch hier. Meiste Punkte im Rennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich bin durchgesweatet. Ich muss mir wahrscheinlich hier bei dieser Challenge 3-4 T-Shirts immer bereitlegen. Crazy, ey. Strong, strong, strong. Ja, dann würde ich sagen, reiten wir direkt in die nächste Runde. Und dann knüpfst du einfach an die Leistung an. Das war stark. Auch wenn das jetzt wieder der Starbeast war. Aber hey, vielleicht hast du doch deinen Wagen endlich gefunden. Das kann sein. Vielleicht lag es tatsächlich sonst immer nur an mir und nicht am Auto. Ah, oder an der Map. Jetzt bin ich reflektiert genug, um es zuzugeben. Nice. Okay. für euer Team zum Sieg und viel Erfolg euch. Ah ne, ihr müsst jetzt richtig hart reinscheißen, weil das steht im Skript so, okay? Ja, danke. Ja. Danke. Also, wir gucken nochmal bei Team Blau rein. Ah, Sepp, was hältst du davon? Oh, hi Sepp, na? Na, Sepp? Was habt ihr gerade so besprochen? Ich war, so, jetzt mal also, die Hände wieder an Controller, ne? Alle mal die Hände jetzt aus der Hose nehmen. Jetzt hier. Upsi. Wir haben die Hände manchmal woanders, das tut uns leid. Ja. Der Bram spielt mit Joystick. Gut, ja, aber nur weil Milchbaum eine Orangina getrunken hat. Und wie ich den Saft der Orangina getrunken habe. Oh ja, aber es hat auch so geil getropft. Boah, wenn man in der ersten Kurve. Asta, so, wir haben gerade noch davon hier gesprochen. Das ist komplett random. Ah, knüpft dran Zeug, an. Ne? Also, wer pervers denkt, wer ist selber schuld? Das ist dann. Nicht unser Problem. Dave! Want. Den habe ich gesehen. Der war mit Absicht. Mhm, okay. Auch fünf wieder. Runden mit mir, Jen. Jedes Mal nur. Ja, auch. 25 HP macht, schaffe ich es nicht ganz. Jeder frontal in meine Fresse. Ich hasse diese Map. Ich hasse jeden. Oh, da, du wieder auseinandergenommen. Schotti, frech! Noch eine gelbe Karte frech! Schotti, Gas geben bitte. Ja, bin dabei. Wenn schnell geht, macht nichts. Aua! Oh, okay. Oh, Alter. Jen lebt ja mal. Ah, die Strecke ist ganz geil. Ja, aber die ganze hat Zeit. Aber viele fiese Ecken. Wir gehen mal zu Team Rot rein. Lena dominiert gerade das Feld. Oh, was willst du machen? Was willst du machen? Ich häng fest. Warte doch nicht. Alles gut. Alter, Dalu. Mega smart. Oh. Einfach Asta gebumst. Oh, auf geht auf immer Team Rot. So, wer ist Erster? Ich drehe jetzt um. Dave ist Erster. Och, sind die Kar, nerv nicht, Mann. Ich drehe um. Ja, das kann die ganz gut. Christian fährt jetzt auch im Starbeast. Sehr schön. Auf Asta mit deinem Leben. Ich weiß. Es ist so wichtig zu überleben. Oh. Es ist Lena so wichtig. Ist auch fast down. Ein Leben. Oh, Lena. Ich war langsam. Fischi.
Hand ich nehme an, dass Fischi und Daru gerade genau wissen, ja, du hast freie Bahn. Das wusste aber leider Smash Lunatic, dass ich außen bin. Also. Milchbaum ist schon tot. Bin in. Crazy, Jen hat Asa protected, aber es reicht nicht. Boah, Fischi holt ja einen oder anderen Punkt. Für Team Gelb. Ich bin auch mal raus. Zu Team Gelb rein. Oh, aber so, ich bin auf der 9, Leute. Ich fahr mich nach vorne gerade. Ja. Boxen wir nach vorne jetzt. So, wen können wir jetzt noch holen? Dylan fährt jetzt Bus. Ah, Christian hat mit Dylan die Busposition getauscht. Ich mach nicht mehr viel. Nein, ich bin tot. Soll ich dich gleich killen? Noel, bist du wirklich tot? Nein. Scheiß, oh nein. Aber ich mach mir diese Runde nur selber Schaden. Da sind... Sehen wir die Busse. Astra und Lena sind halt jetzt raus. Das ist für Team Rot echt bitter. Das ist richtig, richtig, richtig bitter. Wir haben nur noch Fischi. Peter, ja. Weil es nicht schlimm ist. Ich bin noch da. Und Jen. Ich bin noch da, aber ich bin halt Siebter und ich krieg hier aber nichts rein. Irgendwie. Zwei Punkte, Leute, sind halt raus. Sintika guckt sich hier an, wen holen wir? Jay? Ja, du Arschsack. Nicht so wirklich. Okay, Fischi, dann haben wir Fischi jetzt. Fischi und Dalu. Oh! Unser Bus wieder? Christian und Dill auch am Schlüssel. Peter kann ausweichen. Hä? Was? Team Grün punktet hier gerade heftig rein. Team Grün möchte auf jeden Fall hier den Sieg holen. Und Dalu kommt vorbei, Alter. Dylan hat sich Fischi geholt. Ich fasse es nicht. Aber wichtige Punkte auch für Team Gelb, auch wenn es jetzt nicht die meisten sind. Sorry Leute, die Runde habe ich nicht meine Glanzleistung auf der Map. Das ist no way, hat es leider nicht reißen können hier. Vielleicht kriegen sie aber Team Rot noch. Holen, Fischi, wir beide. Peter müssen sie rausholen. Dann kümmere Peter ich mich um den weg. Initiator. Oh, was? Jen einfach, Christian! Die kommt jetzt gleich davon, die kommt gleich rum. Aua! Ich bin doch schon hinter dir. Dave kriegt auch nochmal richtig auf die Fresse. Lalena auch nochmal richtig drauf. Du machst den Rest. Komm, ich. Nein! Okay, Fischi. Und Autofahren! Okay, schaut sie mal raus. Die ist raus. Die haben wir. Die ist auch weg. Boah, das war stark. Okay, also Team Grün. Team Grün besetzt einfach vorne alles. Und du bist schon wieder dran vorbeigehuscht. Dylan nimmt Sintika weg. Wir sind einfach wieder komplett. Alter, was ist hier los? Wie können wir denn so? Oh Franzi, das war bitter. Kurz vorm Ziel den Dalu noch geholt. Was ist das? Ich hab 6 AP, du musst doch für mich blocken. Einmal Sechster sein. Eieiei, können Dalu und Fisch hier noch die wichtigen Punkte holen? Achtung, pass auf, da kommt Sintika. Und viel schlimmer. Oh Mann. Kann ich nochmal Punkte holen? Kann Sintika noch einen Takedown kriegen. Vorne ist am Anfang. Das wäre wichtig. Ich habe mal eine Frage. An welchem Punkt in deinem Leben bist du eigentlich eine parteiische Fotze geworden, die mich 10 Sekunden lang gegen diese Wand drückt? Was? Ich dachte, du wolltest kuscheln. Das war doch schon nett mit uns beiden. Digga, Junge, da waren zweimal grün und rot und du denkst dir so, ah ja, scheiß auf die anderen, ne? Wir nehmen jetzt Dennis und squeezen das letzte, was weiß ich, aus mir raus gegen die Wand, ey. Das war so ruhig. Also komm, Dennis, also das war ein erotischer... intimer Moment zwischen uns beiden. Dylan, nee, einfach 16 Punkte als Busfahrer. Das war ein intimer, erotischer Moment für dich und ich stand da so und hab einfach... Ich hab dir geschrieben, ich zeig dir meinen dicken Bus. Ja, das ist du richtig. Wolltest gerammelt werden. Hab ich gemacht. Ja, ist ja gut. Ich geh wieder. Ich hasse alles an dich. Ja. Ich hab das immer geworden. Vierter, oder? Wir sind stark. Wieder Vierter geworden. Es tut mir so leid. Die Runde geht voll auf meine Kappe. Die geht voll auf meine Kappe. Ey, no way, ist nicht schlimm. Jetzt zwei Stellen. Ja, die Konzentration war nicht da. Es tut mir leid. Ich hab mir mehr Damage gemacht als die Busse. Ach komm. Nee, das war wirklich schlecht. Jetzt bin ich gebrochen. Ich bin auch gebrochen. No. Komm, nein! Mein Rücken das zieht mich gerade richtig runter. Ich wollte für euch da sein in dieser Teamkonstellation. Ich wollte euch einen guten Rennfahrer bieten, aber. No way, du bist der Geist. Komplett im gelben Bereich. Ist alles gut. Mann, es tut mir leid. Aber ich komm noch. Wir haben. Ganz okay, cool, ich geh mal zu Team Lucky Stolz. Ja, Team Dave Grün rein. 10 von 10 smart, da einfach in den Bram reinzureißen. Also. 3 Punkte Abstand zum führenden Team, ne? Dylan, stark! Dankeschön! Stark performt im Bus. Habt ihr taktisch da entschieden, da mal zu wechseln oder war es so eine einmalige Sache? Nee, das war taktisch entschieden. Ich habe meine Berufung gefunden. Ich bleib Busfahrer jetzt. Das ist geil.
Okay, ja, dann ich drücke euch die Daumen. Ihr müsst gegen Team Rot ran. Ja, alle müssen der gegen Gegner, Team Rot rein. Da müssen die alle mal verstehen. Der ja. Gegner, das Feindbild steht. Jetzt müsst ihr nur noch euch ausrichten. Ja. Aber vielleicht bringt die Taktikveränderung für euch jetzt auf jeden Fall noch einen Turn. Ja. 3 Punkte sind es nur. Das ist machbar. Ist machbar. Wie viele Rennen kommt denn jetzt eigentlich? Was denn? Wie viele Rennen kommt jetzt? Jetzt kommt Rennen Nummer 9 von 15. Ach, guck mal. Oha. Ah, okay. Alles da drin. Sehr schön. Na dann. Let's go. Let's go. Danke. Geil, ich bin Elfter. Cool, Gelb startet komplett vorne. Das stimmt. Aber. Oh, sind die Kaffee-Rückkehr? Gelb ist einfach komplett Premium auf 1. Aber Gelb hat es auch nötig, würde ich sagen. Das wird eine harte Map. Ich sage es, wie es ist, Leute. Das wird eine haarige Angelegenheit hier für euch. Das wird richtig haarig, denn so, als Rookie auf der Map. Gleich, aua. Da ja. Vorne wird auf jeden Fall Peter schon die Rampenwand gerammt. Peter ist direkt vor mir. Ja, die wollten mich. Oh, Peter, spawn endlich. Hallo! Wo kam der denn, dieser Mann? Ich hab erstmal Ram in Wald geschickt. Das ist ein falsches Team. Das ist bitter. Der kam aus dem Nix, kam der. Das ist bitter. Ich sag Hittikam bitte. Sepp. Ja. Ich bin im falschen Team. Ich konnte nicht mehr wechseln. Du konntest nicht mehr wechseln. Nein, jetzt. Ich konnte nicht mehr wechseln. Ja, dann bitte drück jetzt einmal aufgeben. Das tut mir leid für euer Team. Also drück mal wirklich bitte eben aufgeben, damit du Team Blau nicht kann ich auch Punkte nicht. Gibst. Geht nicht. Wenn du Escape drückst, aufgeben? Ja. Nee, du kannst nicht rüber, du bist Peter, einfach dann die Runde raus. Das tut mir sehr leid für dich. Das ist in Ordnung. Okay, Peter wurde weg. Also, weil ich hatte vorher noch geguckt, ob jemand im Chat was geschrieben hat. Wenn der Countdown noch nicht. Ich konnte es auch nicht mehr ändern, 10 Sekunden vorher. Ich habe gedrückt wie ein Blöder, aber da ging nichts mehr. Ja, dann ganz schnell bei mir in den Channel und sagen: Boah, Sepp. Das. Ich bin aufgefallen. Das tut mir leid. Wieso besprechen wir trotzdem uns in unserem Team? Ihr macht das. Ich komme mal eben zu Team. Warum gehst du auf mich? Gelb. Ja, das. Ein Schmerz. Oh, diese. Also, es tut mir leid, Team Gelb, Genial. Aber. Da konnten wir jetzt nachträglich nichts mehr machen. Das ist schon die erste Runde gefahren gewesen und dann an mich rangetragen worden. Da können wir leider nicht viel Einfluss nehmen. Ich bin tot! Deshalb immer checken, ob ihr im richtigen Team seid und wenn dann direkt Bescheid nicht. Sagen, jetzt nicht dass so, wir neu okay? starten können. Jetzt nicht so, okay? Ich hab ein Netzspiel, Leute. Das tut mir sehr leid für Team Gelb. Aber kann sein, dass die anderen Teams haben es auch gekriegt. Das, Erzähl also, mal mehr. Ja. Manche von denen fahren halt einen echt gut an und andere fahren einfach an einem vorbei. Alter, Dylan. Ich geh schnell pipi, Leute. Dylan, ihr macht das tot, okay. Fische, ja? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Und Asta sind schon tot. Team noch Grün will es aber auch wissen. Noch da, ne? Naja, gut, Team bei Grün, den Bussen kommt aber auch so Christian und Lena gerade heftig. Weil wenn ein Team sowieso schon gegen Ende ist, brauchst du auch die Spieler nicht mehr ausnocken, wenn die sowieso an die Punkte nicht mehr rankommen. Also fokust man die Teams, die halt kritisch werden. Deswegen kann es sein, dass manche einfach an dir vorbeifahren, weil wir sowieso schon letzter Platz sind. Richtig gut analysiert von Mitleid haben. Sintika. Also genau, Sintika hat in dieser Runde keine Punkte für ihr Team gemacht, keine Punkte für Team Blau gemacht. So wichtig, leider, ich glaube, der Punish, die Strafe ist hoch genug. Das heißt, unsere gerade für das letztplatzierte Team tut das richtig gut und richtig weh. Erstmal mal, ich habe am Anfang. Nein, es ist hier keiner ist hier schuld. Fishing ist schon raus. Hallo, es tut mir doch leid. Es tut mir doch leid. Das ist meine Schuld. Hallo, komm, wir zeigen uns. Fishing und No Way sind auch tot. Hallo. Ich sag dir nie davon. Schau mal, was du noch machen kannst. Vielleicht geht er noch irgendwo. Oh. Franzi zum Beispiel ist echt ein gefährlicher Bus. Aber Jenian ist auch ein gefährlicher Bus. Alle Busse sind einzige, gefährlich. Ja, alle Busse auch. Der Bus ist still. Das ich hab die Frauen ja. echt sehr Ola, hart. Lena. Das liegt halt daran, dass Franzi und Jen halt fahren wie in echt. So, das ist so oh, wir gehen mal ins Team Grün rein. Ist auch okay. Busse. Solange Rot nicht gewinnt, ist das für uns punktetechnisch nicht so schlimm. Aua, Christian ist auch schon tot. Bus. Die haben doch richtig delivered. Aber sie haben zu viele Fahrer verloren. Blau gerade die Runde, in der Sintika das Team falsch gewählt hat.
4 Ach so, Fahrer noch. Team Blau. Ach so. Nein. Team Blau hat doch 4 Fahrer. Nein, der hat nicht gepunktet. Okay. Also, wie geht's zu Team Blau? Immer noch nicht richtig rum. Insane. Hä? Bram fährt... Willst du mich jetzt noch oder wird da nichts mehr? Du lahme Krücke. Sie hat Angst vor dir. Fährt das Rennen seines Lebens, aber jetzt kommt Jen. Vorne? Jetzt kommt Jen und BAM! Ach! Mann, Jen, du bist so eine miese, räudige... Oh, ich darf es nicht sagen. Halt mich zurück. Wir haben das. Bram... Rot kann gar nichts. Guck mal, die sagen... Kann sich endlich mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, aber oh, Talu! Grün ist erster gerade, das ist schlecht. Auch demoliert. Schaut, du kommst mit mir, ja? Ja, ich bin hinter dir. Okay, also die Strafe die nächste Runde noch schaffen, sonst gewinnt Grün noch, wa? Für Team Gelb ist insane. Soll ich doch wieder zurückfahren? Fährst du richtig rum? Jetzt gerade fahre ich richtig rum. Ja, das ist sehr gut. Ja, das Team möchte Rot. Ich, dass du das weitermachst. Team Rot muss... Okay. Oh! Sehr gut. Wir sind zweiter. Du musst auf dem dritten Platz bleiben. Schaut, du wirst sofort an Lena vorbeifahren. Sie nicht weiter so die... Ach Mann, die ist einfach zurückgesetzt! Ich kann das alles nicht mehr. Wenn ich jedes Mal zurücksetzen würde, dann würde ich die jedes Mal so stompen. Schade. Okay. Ich glaube, Dylan fährt auch noch eine gute Route. Ziel gefahren, richtig? Was bin ich? Ich gerade durchs Ziel gefahren, ich oder? Ich habe mir gerade kritischen Schaden gemacht. Team Blau dürfte das holen. Richtig. Die haben so viele Fahrer noch. Alleine einfach das Fahren. Oh, was? Oh Gott, ihr seid so geil, ey. Was? Oder? Wo ist der Bus? Unfassbar geil, Dylan hat Jen gefinished. Das gibt's nicht. Ich habe ihm meinen Schaden nur selber nach der gemacht, Vorarbeit hier einfach. Jetzt bin ich durchs Ziel gefahren. Oh, Bram ist fast tot. Nice. Ja, 2 Punkte. Also, die Ausfallrate ist sehr hoch eigentlich mittlerweile. Ich bin Sechster. Ei. Sau weit, die Strecke ist... Ei. Und danke für den fetten Hype-Train. Dankeschön für die Unterstützung hier an euch. Twitch Prime is not a crime. Ja, kritisch. Vorhin noch gelesen. Ja. Gut zitiert. Dankeschön für die geile Unterstützung von euch. Wie siehst du das immer alles? Ja, ich fahre nebenbei auch noch auf Platz 2, ne? Also. Bram, einfach eine Maschine! Holt so, für sein Team Punkte, alles, was drin ist. Team Blau kann sich fette Punkte sichern. Milchbaum awesome. Rüttelt auch noch richtig gut. Ja, wir haben gewonnen, wa? Shorty ist noch da, Smashy. Ja, nur noch Dylan ist da. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Shorty holt sich jetzt auch nochmal Punkte. Punkte voll machen. Nice! Danke. Stark. Okay. Nee, ohne mein Team. Ja, komm, Michi fährt auch noch durch. 104. Boah, alle Fahrer von Team Blau haben überlebt. Ah, fantastisch, mein Ganzen. Ja, Sintika war im falschen Team, aber die hat auch direkt aufgegeben. Hey, danke schön auch für die Bits und die Unterstützung hier. Ihr seid einfach. Das war ein fettes Rennen. Jen, 14 Punkte im Bus. Das war unfassbar. Kriegen wir da jetzt extra Punkte, weil wir die komplett Hops genommen haben? Bram einfach 46 Punkte, Jeff, stark. Ich kann nicht arbeiten. Ich kann nicht mit dir. Das ist sehr strong, Team. Stark, das ey. Das war sehr strong, ja. Das war super strong. Alter, ey. Kurz nochmal abwanken und reden. Hat Team Blau einfach geballert. Krass. Ja, Glückwunsch an alle, die hier auch im Stream gewettet haben. Ja, und jetzt starten wir erst richtig durch, weil die erst die Warm-Up. Einfach so spannend dieses Mal. Mega. Ja, ich finde es auch richtig spannend und geil. Dankeschön für den Gifte-Zap. Dankeschön für 11 Monate. Peter, falsches Team. Dankeschön. Peter, falsche Farbe. Was soll das? Was ist denn mit Peter falsch? Was ist mit Peter falsch? Ich guck mal, was mit Peter falsch ist. Aber die erkennt man, ja? Ja, die erkennt man eigentlich relativ gut. Da bei dem... Ah, ja, wie erklärt man das? Bei dem ersten, wenn wir gleich richtig rumfahren, ich sag das sonst gleich nochmal, immer die linke Seite nehmen. Was? Sorry, Lena, wollte ich nochmal sagen, ja? Dafür, dass ich dich da so, ich sag mal, leicht aufgehalten habe. So leicht blockiert, um mich dann zu töten. Dankeschön, Deception, für die verschenkten Zahlen. Aber Jen hat dich einfach so hart gefegt. Frage ich dich. Okay, ich gehe wieder raus. Ciao. Wir gucken uns nochmal die Strecken an. Wir haben gerade Bowler Bank Circuit gespielt. Und ich habe gehofft, jetzt auch für dich, dass. Werden jetzt einmal in den Community Vote reingehen. Map 10 von 15 haben wir jetzt am Stissel. Und ihr dürft im Twitch-Chat sofort abstimmen. Nämlich zwischen diesen 4 Maps. Wir haben einmal Fincross Circuit, wir haben einmal Rockfield Rough Spot, wir haben Thorstein Circuit und wir haben Rattlesnake Race Park. Und die Abstimmung läuft. Ihr könnt abstimmen
live jetzt hier im Twitch-Chat. Nicht mit 1, 2, 3, 4. Nein, ihr müsst in Twitch klicken. Twitch hat zum Glück irgendwann mal eingeführt, dass man selber auch in Twitch was anklicken kann. Das heißt, 1, 2, 3, 4 zählt hier nicht. Zählt nicht. Ihr müsst auf dieses Dropdown im Chat gehen. Am Handy auch. Einfach im Chat. Ja, bitte das Pop-up nutzen für die Abstimmung. Bitte einmal abstimmen. Alternativ geht auch slash vote und dann die Zahl, aber es geht auch. Aber ihr müsst slash vote und dann eure gewünschte Zahl 1, 2, 3, 4 eingeben. Das geht auch. Probiert es einfach mal aus. Da gerne fleißig abstimmen. Aktuell, nach der Hälfte der Zeit, hat sich da auf jeden Fall eine Map stark hervorgehoben. Nicht Hashtag, Vote. Alter, jetzt kommen ja aber auch die Subs rein. Dankeschön nochmal an Mamp. Support ist auch insane von euch. Dankeschön. Abstimmung funktioniert nicht. Doch, Abstimmung funktioniert ziemlich gut. Wir haben einmal einen Hype Train gerade laufen und eine Streckenabstimmung. Klickt einfach auf die Streckenabstimmung ab drauf und gebt gerne slash Vote und dann eure gewünschte Zahl ein. Nicht einfach nur Vote 4, sondern slash Vote 4. Slash ist wichtig. Nicht auf das Bild hinter Sepp klicken. Genau, das funktioniert auch nicht. Also es ist noch nicht interaktiv. Wir arbeiten da dran. Am Handy geht's nicht. Ihr müsst slash Vote und dann Leerzeichen und eine Zahl. Handy geht nicht. Am Handy geht sie nicht, Sepp. Okay. Wieso geht denn die Abstimmung am Handy nicht? Das ist doch Schmu. Das ist doch Mumpitz. Das ist doch Schiebung. Die Abstimmung am Handy ist leer. Okay, für technische Probleme auf Seiten von Twitch, da können wir nicht viel dran tun. Aber ihr könnt immer noch slash vote und dann eure Zahl. Slash vote, Leerzeichen, Zahl. Alter, und PD. Oder PT hat einfach mal 10 Subs versteckt. Dankeschön! Am Handy geht's. Doch, am Handy geht. Ja, guck mal. Also, ich kann. Also, es sieht gerade sowieso sehr eindeutig aus. Denn 59% haben für Rattlesnake Race Park Main abgestimmt. Geile Map. Hätte ich persönlich auch für abgestimmt. Geht am Handy. Okay, alle sagen jetzt auf einmal: geht am Handy. Ey, du. Ich judge hier niemanden. Manchmal funktioniert halt die App auch nicht so gut. Ich glaub euch das. Ich glaub euch das. Aber Dankeschön für den heftigen Support. Und ihr habt Rattlesnake abgestimmt. Nice. Dann würde ich sagen, nachdem Peter die Map geladen hat und eine Ping von 20 Sekunden hat, können wir dann auch richtig hart reinrödeln. Ich schau nochmal gerade. Warte mal, wieso? No Way ist grün? Warte mal. No Way sollte nicht grün sein. Wir sollten mal zu No Way gehen und ihm sagen, dass er grün ist. Hat er es schon? Ja, er hat es selber schon gemerkt. Ah, nachdem sie gerade schon so im Stich gelassen wurden von Cintiqa, die, ich sag mal, nicht schnell genug reagiert hat. Wenn man schnell genug reagiert, dann können sie auch gerne mir Bescheid sagen. Mensch, ich habe gerade das falsche Team noch drin. Stopp, stopp, stopp. Ich mach das gerne, ich mach das gerne. Ich versuche immer Rücksicht zu nehmen, aber wenn eine Runde schon gefahren wurde quasi, dann können wir das nicht mehr machen. Ja, das geht nicht. So, rein in die Olga. Rein, rein, rein. Franzi ist noch falsch. Franzi ist noch falsch, dankeschön. Ah, okay. Hallo Franzi, du bist noch im falschen Team, wurde mir zugetragen. Ich hab's jetzt. Aber warum ändert er das denn manchmal plötzlich? Ich hab's extra. Das Wreckfest ist das ein 15 Jahre altes Spiel. Ja. Also, das ist manchmal einfach schwierig. Sorry. Komisch, dass die Probleme nur bei Franzi sind, hä? Huh? Ich weiß auch nicht. Ich bin neu hier, hallo. Aber Franzi ist Rookie, der hat Rookie-Schutz. Also, was sagst du eigentlich gerade die ganze Zeit, Franzi? Eder Mame. Ich dachte, kennst du diese Eis mit Orange und Cola, die man so rausschiebt? Nice. Ja. Wenn du so ein Ding am Essen bist, dachte ich vom Geräusch her. Wäre geil. Ne? So, wir werden jetzt in Runde 10 von 15 rein. Nein, fliegen.
Michi, es geht nicht immer um dein Tinderleben, ne? Mein Tinderleben gibt's momentan nicht. Warum ist Bonnie so weit hinten? Dafür gibt's aber ganz viel Pilates. Ja. So, was haben wir hier? Team Rot Spot insane vorne! Mit drei Autos! Ja, erstmal wegmachen, Christian, richtig so! Aber Peter kann sich nach vorne absetzen. Oh, der blaue Bus, was macht der denn da? Wow! Peter setzt sich trotzdem hardcore nach vorne ab. Ich glaube, Bram möchte das ändern. Team Gelb mit drei Fahrzeugen vorne, auch stark. Auch gut. Aber... Ich will mal ganz kurz sagen, wenn wir dieselbe Performance wie gerade nochmal bringen, dann sind wir in Sahne. In Sahne. Ja, würde ich auch so sagen. Wenn ihr da noch keiner in also macht das. Ever, in jedem CTC wie ihr gerade. Pass. Wie wir. Jen hat gerade Peter getroffen. Syntika hat auch ein bisschen Team Gelb aufgehalten. Aber Bram fährt... Bram, ich fahr links. Als erster... Nein, nicht als erster. Oh mein Gott, Dylan! Holy shit! Was war das denn? Team Gelb auch übelst gefickt. Was? Holy Macaroni! Der arme Fischi! Wir gehen mal zum Team Gelb. Aua! Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Schon wieder? Aua. Aber wir haben die meisten Punkte, du Jungs, Mädels. Ja, aber Jen hat mich gerade wieder... Fünf Runden. Wieder Pause. Hier heißt es surviven. Bin nicht mal mehr... Alter, doch, ich bin... Oh, ich... Ey. Ich hab Peter gedreht, Alter, das war wichtig. Du musst jetzt ein bisschen besser fahren. Ich hab gerade den zweiten nach Hause, aber ich kann nicht alles alleine machen. Du musst... Jetzt konzentriert euch. Alter, Fischi. Die Busse kommen. Oh Gott. Dylan kommt. Es ist... Es ist Syntika kommt. Oh, Syntika, Eva, Lena weggerammt. Ich gehe jetzt. Bleib das. Asta. Du bist wirklich tot wieder? Ich bin tot, tot. Warum? Fischi ist einfach. Jen! Fischi ist tot. Jen ist wirklich eine Fotze gerade. Echt. Alter. Ey, was ist das hier für ein Bullshit, den die hier fahren? Ich bin da gar nicht Teil von. Sonja, hier. Franzi hat die Option, zwei rote oder ein gelben zu rammen. Und die geht auf mich. Dadurch würde behaupten, also. Okay, warte mal. Ich weiß nicht, ob das intended ist. Das war ein cooler Move, Franzi da tut. Oh, nice! Nice! Ja, aber da du trotzdem noch ich hab den Schulbus gedreht, naja, ne? Till, naja. Naja. Naja, ja. Oh. So, nee. Also vorne Team Grün. Ja, Team Grün richtig gehen. Stark vorne mit drei Leuten. Was hat er davon? Was will er machen? Dylan hält auch low, gut auf. So, Bram ist gleich schon raus. Asta auch gleich schon tot. Oh Gott, was eine Schlacht. Dalu hat... Alter, Dalu regelt hier. Freddy, du kannst Milchbaum holen. Oh nein, du sollst dich nicht selber holen. Dalu holst dich jetzt Asta? Ich hab eine, oder holt Bram sich Dalu? Dann ist hier die Frage. Lass mich in Ruhe, Bram. Ich will jetzt Asta fliegen sehen! Scheiße, hey, da bin down! Syntika! Oh, Syntika, ist dein Lena tot gegangen? Ja, der ist gut. Na, Asta, oh, Dalu, es tut mir so leid! Das war gut gemacht, aber... Da kommt Dylan. Nein! Boah, Dylan, Alter! Boah, ich... Ey, Wutkopf! Team Gelb hat einfach Pech, ne? Rausnehmen. Oh, Franzi, nee, Franzi einfach mal... Gott sei Dank mal auf Lena anderes. Gut weggemacht. Nicht gesehen. Syntika und Fischi sind jetzt raus. Ja, echt mal, Freddy. Warum gehst du auf Dylan? Wir gehen mal zu Team Rot rein. Gerade noch die Chance auf die Führung haben. Die aber noch cool, Dylan hat mich erwischt. Von deren No Bussen. Way auch fast. Jen. Der ist nur noch Zweiter. Oh, ey, Lena. Die sind halt und einfach Erster, Dritter und Vierter. What the fuck? Ja. Bin in. Ja, stark. Jetzt, wo Christian auch normal fährt, ist das ein richtig, richtig fettes Team geworden. Da war es auf jeden Fall Gamechanger, den Bus auf Dylan abzulegen. Ich häng fest. Oh, Franzi, Dylan macht das auch gut. Also, oder er ist jetzt da, Dalu kriegen können, aber BOOM! Leder holt! Nein! Wegen Dylan. Ey, schon wieder ein Takedown bei Grün! Leute, Grün holt sich Team Blau Lalena, gleich. Kommt Team Rot. Jetzt wieder dir gleich entgegen. In der Führung. Oh, Dave okay, hat aber auch was passiert. Ja, genau. Von Shorty. Aber ist ja gut, weil Punkte. Ja, alles super, gibt Punkte, genau. No way, einfach. Also, ich hoffe,
Kommt noch übers Ziel. Norway hat auch ein, also wirklich ein HP. Team Blau ist halt stärker. Team Blau wird da Team Gelb einfach. Gaming hat auch sehr, sehr wenig. Auf der Strecke lassen. Oh nein, nein! Oh mein Gott. Und Jen ist wieder am Start. Kann das sein, dass Ladena da immer schneller ist, als bis du zurückgesetzt bist, Jen? Ah, ja, die ist jetzt eh durch. Das war letzte Runde. Du musst gucken, wer da noch kommt und da Punkte holen. Dalu hat ein. Alter, der ist auch weg. Da kommt Dalu, Jen! Bin auch durch. Oh, Jen versucht da Dalu trotzdem noch zu holen. Kannst du Dalu noch mitsnacken? Der lebt noch! Ah, Dalu wartet! Dave Gaming hat gar nichts mehr. Komm, Dalu, das wären wichtige Punkte für euch. Der ist auf der Geraden, auf der letzten. Weiß zwar nicht, ob das reicht, aber fürs Gefühl. Wenn du den nimmst, Jen! Ich kann ihn nicht nehmen. Oh nein. Schade. Dave wäre natürlich wichtig gewesen. Das ist ein Scheiß-Handling, das Ding. Schade. Aber vielleicht doch Team Blau. Zweiter Platz wird verteidigt. Ja. Das war's, alle sind durch. Dalu hat 0 HP. Ich weiß nicht, warum er da durch. Alle sind durch. Team Grün holt das Ding! No way, kannst du noch snacken, Jen. Der kommt jetzt. Jetzt kommt an. Und Team Rot holt sich zumindest den zweiten Platz. Damit kämpft sich Team Grün etwas näher an Team Rot ran. Oh, schau, ich nicht mehr durch. Alalena stark mit 42 Punkten hier. Nein. Okay, sehr gut. Dylan auch 10 Punkte im Bus geholt. Damit der stärkste im Bus gewesen. Ja, das schade. Bus, Leute, die sind auch wichtig dabei, fürs Team. Aber wir haben immer den zweiten gekriegt. Ich hasse dich. Jen-Jan, ich hasse dich. Wen hasse ich? Wen hasse ich? Ja, die Jen-Jan, die hasse ich. Eieieiei, ich verstehe. Ich verstehe. Brammi Wammi Team soll gewinnen. Mal gucken, was Brammi Wammi Team sagt. Oh, ich bin gemutet, Leute. Alle leise bleiben. Selbstverständlich. Nicht so leise, leise. Verrat nicht unsere Geheimnisse. Okay. Ganz schlimm. Oh ja, und Sepp ist halt ein ganz netter Boy. Also auf der Map sehe ich euch, ja. Ich will jetzt Leistungen sehen von euch. Bei Devil Stadium, Alter, hast du gesehen, ganz ehrlich. Wie krass wir vorhin waren? Ja, habe ich gesehen. Das war krass, auch richtig, ne? Richtig nice. Sepp, schau mal, ich habe bei Clips und Highlights einen Clip von mir reingemacht. Ein Clip von dir? Hm? Soll ich mir den mal angucken? Ja. Yeah. Clips und Highlights, warte mal. Let's see. Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte, aber I try. Muss ich mal eben reingucken. Seid ihr denn schon bereit für die nächste Runde? Ja. Immer bereit. Moment, na klar. Wir alle. Blau. Okay, warte mal. Ich versuche mal den Clip gerade mit dem... Und Lena ist noch blau, nur zur Info. Aber der Rest ist alles für uns gut. Peter, falsches Team. Ja, irgendwie kriegt Team Rot das nicht hin. Mir wurde zugetragen, dass ihr Leute falsche Teams habt. Was? Nee. Also ich nicht. Peter, nee. Ist mit auch nicht von Lolina Junior. Alle rot. Okay, dann habt ihr es super gerade noch gewechselt. Dankeschön. So, und wir gucken uns mal eben den Clip an, während das Ganze hier startet. Ich versuche das mal eben einzubinden. Warte mal eben. Ach, jetzt werden hier so Sachen von mir verlangt. Ach, da Sonja macht einen Abflug. Wait for it. Da. Sammy sieht ja dann kurzzeitig auch. Der ist nämlich hier noch hardcore am Chillen. Ach du Scheiße. Ich komme! Komm mich verlinks. Alter, was? Nein. Oh. Bleib mal über die halbe Map geflogen. Okay, Sonja. Aua. Aua. Ich verstehe, Sonja. Das hat weh. Right, let's go. Okay, wir gehen. Sonja, rein. Das sah schmerzhaft aus. Yeah. Ich sag, also, aua. Das war die. So, das kannst du jetzt nämlich sofort hier machen. Oh Gott. Hier links runter? Ja, genau. Hier einfach links gemütlich runter. Sodass du aber nicht so viel Damage dabei bekommst. Ist das diese Huppel-Map? Ah ja, das ist die. Asta. Mir geht's gut. Team Grün und Team Rot sind jetzt wieder gleich okay, auf. Jen das heißt, die Fehde hier vorne ist real. Der hat mich automatisch weggesetzt auf die Strecke wieder. Ich glaube, ich darf da unten nicht stehen. Nee, nicht irgendwie in die Mitte fahren, nur so unten am Rand.
Ach so, am Rand. Ach nee. Ja, also. Aber du kannst mittlerweile anfangen, rückwärts zu fahren. Die ersten haben richtig die Fresse bekommen. Okay. Alter Falter, ey. Wenn du jetzt sofort zurücksetzt, ist auf der Start hier gerade. Oh Gott, ich kann. Dylan ist auch runtergefallen in den Pit. Wo haben wir den gebumst, den kleinen Fischi, ne? Der hat aber auch nur einen ganz kleinen Peter Lachs. Peter und Asta fahren sagen. Halt vorne. Nimm einfach Daniel als Schild. Ja. Ganz stark weg. Der kann auch nicht den Lachs flapschen. Aber Dave hat sich zumindest Asta geschnappt. Oh. Und da du möchtest jetzt noch hier. Sehr gut, Franzi. Wird aufgepasst. Ein bisschen Einfluss nehmen. Oh, da ist Asta. Hexer mit Asta. Schwerer Treffer gemacht beim Asta. Oh, Peter, das könnte wild so werden. Ich muss schreien, aber ich kann nicht schon wieder. Ich muss mich zurückhalten. Ich möchte hier einfach an den Ballern. Man soll niemanden schlagen, aber ich hab so eine persönliche Aggression mittlerweile gegenüber Sintika, das ist unfassbar. Oh Gott, was ist das denn auf einmal? Sintika? Schön, Frankheit, Jen, Alter. Scheiß Jen. Oh, hallo? Oh, Jen! Aua. Aua. Oh, Asta fällt einfach. Oh, das tut weh. Kurz vorm Ziel runterfallen. Nee, Peter, ah, wichtige Punkte bleiben da liegen. Ja, den Peter habe ich auch noch einmal Eieiei. Wir gehen mal zu Team Gelb. Ich bin sogar schon umrundet worden. Da kommt Franzi wieder. Boom. No also way, hat einfach den Nachteil, dass sie einen blutigen Rookie haben. Ich komme auf keinen Bus vorbei. Sintika, dräng sie ab, dräng sie ab. Schraube mich frei. Geht nicht, sonst hätte ich dich gerammt. Sintika. Oh, holt sich hier ein Asta. Da hinten alle. Ja. Ei. Das ist doch scheiße, Junge. Auch noch das sind mit. Viele low gerade, ne? Ich bin ab der 10. Sintika, hast du also 3 von 5, das könnte echt wichtig sein. Also Ramm ist schon tot. Einige jetzt gerade auf der Zielgeraden, die wenig HP haben. Da kommt Jen. Oh, Jen, fies hier. Oh. Ja, ich komme auch an keinem vorbei. Asta ist low zum Beispiel, den musst du rausnehmen. Boah, oh, Christian auch richtig miese. Ja, fuck. Ja, Gott, wieso wird Team Gelb denn da so weggemacht? Team Gelb ist letzter! Die tun mir. Ich hab richtig Mitleid mit denen! No way, an der nächsten Kurve der großen kommt Sintika. Warum werden die denn trotzdem gefunden? Was ist falsch mit den Leuten? Scheiß Bus, ich hau dich da runter! Verdammt! What? Vorsicht, jetzt hilft dich. Ja. Sehr gut. Fang mich Sintika. Ich hab Dave in die Reifen gebaitet. Oh Mann, ey. Oh, da kommt Franzi. Oh, Asta raus! Aua! Aua! Furchtbar. Also wirklich. Okay. Dylan fährt richtig rum? Oh, Jen hat. Ich habe Achievement gerade bekommen. Oh, Jen hat aber es ist, aus eigenem Team Rot jemanden geknallt. Ich hab's in der Punkte, die voran. Also, weiß nicht. Was ist da los? Ah, bei den Leistungen von Grün, ey. Was sollen wir machen? Holy fuck. Dave, Lena und Christian fahren echt gut. Peter ist auch vorne gut dabei. Aber Dylan macht es dann im Bus auch gut. Die haben langsam sich eingegroovt. Christian survived ja einfach mit 2 HP. Ich bin echt knapp hinter denen, obwohl die so viele Leute in den. Oh, Chris ist fast tot. Alter, als ob Christian das überlebt hat und nicht mal zurücksetzen muss. Ja. Nice. Oh, Lena hat ihn gekriegt. Wichtige Punkte. Oh mein Gott, sind super wichtige Punkte. Holy shit! Oh, der war wichtig. Ich bin noch über drüber gefahren. Ja. Der war insane wichtig. Und Grün fährt nur noch niemand mehr. Keiner mehr. Okay. Grün ist durch. Lol. Oh das hat Team Rot. Sind wir vor Grün? Wie? Alter, Lena, das was? Nee, warte, weil ich das doch simuliert habe und dann über die Ziellinie bin. Ja, Dave Gaming ist halt im Ziel gewesen, ne? Aber. Wir sind Erster! Grün. Alter. Ja, Mann. Elena stark! Nice. Let's go! Alter, das war der wichtigste Move hier im ganzen Rennen! Ja, der war echt ganz Alter! Wichtig. Alter! Sehr gut! Sehr schön! Ich habe meine Chance gesehen und musste kurz. Alter, sehr Elena, gut. Das war richtig stark, das dass du noch rausgehauen hast. Wirklich! Das war sehr nice! Oh mein Gott! Stark, stark, stark! Ah! Oh. Oh, schön! Also, das. Also, let's go, Team! Bisher jede Vorhersage verloren, ich heule. Ich verstehe das. Ich lass mal im Semi raus. Ich bin ehrlich, mir tut Gelb echt leid. Ich bin echt assi. Die fahren mir aber auch immer rein. Auch wenn ich sie meiden will, fährt mir Gelb rein. Das ist. Ey, ohne Witz, warum macht ihr Team Gelb weg, ja? Jen. Es tut mir so leid. Ich mach das nicht. Ich mach das jetzt nicht. Ich meine die. Ich hab richtig Mitleid mit denen mittlerweile. Es tut mir wirklich leid.
Also so tief kann der Hass gegen Dalu gar nicht sein. Nein, aber Dalu weicht ja gut aus, aber so Fishy oder No Way, die fahren halt voll in mich rein. Die sind so, hallo, wie so ein breitbeiniger Elch. Hallo, nimm mich. Das ist schlimm. Ach, Alter, weiter geht's. Aber echt hart mit Grün, ey. Da muss man hier wirklich... Ja. Weiter geht's mit, also der nächsten Strecke. Also wir sind jetzt wieder 2 Punkte in Verführung. Ja. Runde 12 von 15. Ja, Gelb hat ein Problem auf jeden Fall. Blau mit 28 Punkten auch ein bisschen abgeschlagen. Aber der Kampf ist auf jeden Fall mit Grün. Was tun wir jetzt? Fire Rock Raceway. Ist die, wie ist die so? Geh mal eben zu Team Gelb, ob da wieder was. Mit wer? Was die eine schon 37 Punkte, was? Ja, das ist ja alles Team Rot wird aber auch nicht. Genau, wie wäre, wenn ihr mal auf Team Rot gehen würdet, jetzt mal so ein bisschen. Ja, sag das doch Franzi, dann könnt ihr. Ja, geht doch mal ihr auf Team Rot. Geh doch mal auf Team Rot. Ich kann gar nicht. Schau mal, wie abgeschlagen sind wir denn? Ja. Ja. Ja, einfach. Wen siehst du? Ja. Okay, also du bist ja jetzt die Perspektive von außen. Ne? Ja. Wen würdest du jetzt als schwächstes Glied unseres Teams einschätzen? Boah, ganz ehrlich? What? Ja, ehrlich, sei ehrlich. Also ich gucke gerade so durch 2 Streams durch, ich sehe so die Gesichter entgleisen langsam und ich sag no way. Ich wollte es gerade sagen, Bramen. Ich wollte es gerade sagen. Das ist die Wahrheit, Bramen. Das ist die Wahrheit. Nein, aber ich muss es sagen. Ciao. Ja, nein, das ist okay. Das ist okay. Ich kann das ab. Ach, herrlich. Okay, ich hab Pole Position. Ich stand vorne. Ich bin vorletzter. Aber Freddy und ich sind ganz vorne. Gut, ich bin letzter. Es geht los für mich, das Rennen. Freddy, warum gehst du vom Gas? Was? So, Team Rot muss jetzt eigentlich ein bisschen gefokust werden. Peter ist direkt schon von Franzi weggerödelt worden. Ich fahr worden. Jetzt los. Wie sieht's vorne aus? Ich komm jetzt ganz vorne. Ich bin noch Erster. Ich bin jetzt von der Zielgeraden runter. No Way fährt einfach hinterher und kann vielleicht Lena rausdrehen. Warum oh, no bin ich der Einzige, der am Anfang direkt rückwärts fährt? Das ist so weird. Christian, nice! Nee, verstanden, wie man das Spiel spielt. Genau, die machen die Blocken am Anfang. Auch wenn er nicht immer weiß, wo es rumgeht, aber er hat die Passion dafür. Oh! Oh, Shorty weiß nicht so ganz, wo es rumgeht. Aber hier kommt der erste Bus mit Dylan. Sind hier hinten. Dylan holt sich nicht rot. Ich bin Zweiter gerade, ne? Wo ist Jen? Wo sind die anderen Busse? Ja. No, ja. Und Fischi Erster, jetzt spielt einer auf, Team! Nee, ich hab's vergessen. Aber da kommt Jenny an! Sie hat genau abgepasst! Franzi auch! Oh. Sie ist an mir vorbeigefahren! Oh mein Gott, ich bin so krank. Fiese Dinger, aber jetzt kommt Jen noch. Ist das krank? Nein, du bist ganz voll! Oh, Bram! Aua! Ich bin sogar hinter da. Aua, Bram! Ja, aber das ist ja klar. Hör auf! Ist das klar also, Dalu, ha? Ist das also wieder klar, ne? Okay, du bist noch nicht weit genug weg, um hier einen spielen zu können. Jetzt geh mal in die Eisen. Okay, aber okay, jetzt haben wir uns beide Eisen gegeben, jetzt spielen wir das Team, okay? Jetzt fahren wir wieder weiter, lass uns nicht mal fertig machen. Wir sind quitt, wir sind quitt. Ja, komm, wir machen einen Milchbaum fertig. Geh mal in die Eisen, minus 40. Wie ihr seid. Geh mal in die Eisen, Bro. Ey, das wollte ich gegen Blau. Du Arschloch. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich mach dir 2 Damage, du mach, geh mal in die Eisen. Ich brauch Luft. Ach, schon wieder her! What the fuck? Ich weggemacht mehr, wir gehen einmal zum Ram. Ich bin tot. Ich bin tot? Okay, keine Ahnung, was ich machen soll. Also, ja. Was ist los, Bram? Ja, also, 2-mal ein Crash, A40. Was soll ich tun? Kann ich nichts machen. Was ist von wegen, Jen geht nicht auf Team Gelb. Hä? Ist Dalu down? Ich konnte es gar nicht sehen, richtig. Dalu, ah, der blinkt noch, ich konnte ihn leider nicht töten. Okay, wir können einfach mal zu Team Rot gehen. Hier kommt. Die haben hier richtig was zu verlieren. Lena muss weg. Ja, nice. Grün ist ganz gut dabei. Lena wurde geblockt. Dave fährt aber gerade vorne richtig stark. Ey, Dalu lässt sich von mir. Ich wollte Dalu nicht töten. Er fährt einfach an mich rein und er hat aufgegessen. Tut mir so leid. Das stimmt nicht! Oh. Doch. Dalu ist nämlich rein suizidal gefahren. Ich wollte ihn. Jen fährt ich einfach alles no aus Team Gelb tot. Es tut mir so leid. Konzentrieren wir uns lieber auf Grün. Okay.
Dylan. Oh, Dylan, das wäre wichtig gewesen, den Peter zu erwischen. Aber Lena vielleicht. Nicht. Bam! Ey, komm trotzdem. Wichtig, aber nicht so viel Damage wie erwartet. Dave ist weggebasht. Aber ich bin innen. Ich wende innen. Hast du von denen grün welche gekriegt? Grün muss ich aufholen, Leute. Ich bin gerade für grün. Dave, okay. Ja. Oh, sind die chaotisch jetzt? Sehr schön. Warum machen die blauen und die gelben Busse sich? Ja. Und ich kann grün absenken? Junge, wir haben jemanden zusammen gesandwiched. Boah, wir kämpfen mit grün, Alter. Es ist wirklich Punkte. Warum? Ey, das war richtig gut, Marcel. Ja, ja. Lalena ist raus. Ja, das ist sehr gut. Lalena ist raus. Das ist bitter. Das ist bitter. Ja, Dave fährt gut und Christian fährt gut, aber kommt sofort, Peter und Lena ja, ausgewichen. Sind genau, naja, Punkte äquivalent. Ich bin außen. Dafür müsste Dylan dann noch ein paar Takedowns machen. Chris, auf jeden Fall. Dylan muss den Unterschied jetzt machen. Boah, wie hast du den so weggefetzt? Ich glaube, das war Sonja. Aber das reicht nicht, das reicht nicht. Demoliert, die ist down. Syndikat mich mal wieder komplett erwischt, ey. Ach, die nervt mich auch schon die ganze Zeit. Die ist richtig gut im Bus. Ja, ich glaube, das wird sie rot holen. Das ist einfach ihre Passion. Also, Syndikat macht aber auch einen guten Job hier im Bus. Wenn DJ nicht mal funktioniert, dann sollte sie einfach Busfahrerin werden. Ja, ohne Scheiß. Ist bei Jen genauso, wenn das nicht mehr funktioniert mit Twitch und so. Dann mach ich OnlyFans. Instagram-Subs, dann irgendwann Busfahrerin. Wenn ich alt werde. Alt und faltig. Ich bin innen. Dylan, du musst es jetzt reißen. Ich gehe mal zu Team Grün rein. Bin wie innen? Kommt dir denn noch entgegen? Das muss doch Team Grün jetzt mal machen. Nein, nicht Fischkopf. Du musst einen Roten erwischen. Nein! Oh, Mann! Wir kriegen auch keinen mehr. Das gibt's doch nicht. Ey, den da! Genau! Oh, hab ich Peter? Peter hat ein HP. Minus eins. Zurücksetzen! Dylan, zurücksetzen! Zurücksetzen! Oh, ja, Lena, aber auch richtig geil gewamst. Ja, das passt halt einfach. Und natürlich geht Jen halt, weicht halt blau aus, als sie mich sieht und zieht halt dann voll in mich rein. Das ist halt 10 von 10 smart und absolut logisch gespielt. Peter kann das mit einem AP holen, das gibt's doch nicht! Peter hat ein HP, hätte ich nicht gewusst. Stark! Ja, okay, hätte nichts geändert, glaube ich. Hätte er gewusst, Dave. Hätten wir rot nicht gekriegt. Oh, das gibt's doch nicht. Dylan. Nee, das war die jetzt über die Ziellinie fahren und dir entgegenkommen. Die sind durch. Schade. Ja, jetzt haben die wieder 4 Punkte Vorsprung. Das wird für 3 Rennen sportlich, aber ist immer noch machbar. Lange langsam auch mal anfangen, rot zu fokussen, wird das nichts mehr. Oh, ich Idiot. Ich hatte das Gefühl, dass ich ignoriert werde von den Bussen, also... Schwierig. Okay, dann könnte es auch persönliche... Team Rot! Antipathie sein, aber... Was ist da los? Einfach richtig stark. Fischi, 47 noch. Punkte. Dave, 43. Ja, das Ding ist dadurch, dass Blau jetzt letzter geworden ist... Dylan, 15 Punkte sogar. Jen hat 28 Punkte mit dem Bus! Also nicht 100%, aber größtenteils, ja. Wow! Asta, 26 so, Punkte. Der Gesamtsieg ist für Gelb auf jeden Fall weg. Genau. Ja. Ich muss da ganz ehrlich der Jen gratulieren zu so vielen Punkten im Bus. Da ist mit dem Bus ein bisschen trickiger. Das ist sehr breit. Du könntest aber theoretisch mit dem Bus einmal straight über die Map fahren. Ist scheißegal, wo Straße. Das aber Jen, kann sein. Stark gefahren. 28 Punkte mit dem Bus ist schon heftig. Thank you. Absolut. Ja, ich möchte meine Leute beschützen. Hier ist das beste Team der Welt. Nice, oh, das war echt lieb. Ja. Team Liebe. Da muss man auch mal ehrlich sein. Also, was war denn das für eine Absprache zwischen Team Blau und Team Gelb? Also, was meinst du? Ja, also, dass jemand, also euch gegenseitig nicht fokussen sollt und lieber auf ein anderes Team geht, aber ihr habt euch trotzdem gegenseitig voll weggemacht. Also, wir haben keine Absprache, da wollt ihr gegenseitig nicht fokussen. Nein, aber ihr habt da... Nein, das war jetzt auch gar nicht böse gemeint. Also, ihr könnt euch absprechen, wenn ihr auf Team Rot oder Team Grün geht. Das wäre okay, ja, weil ihr seid ja die beiden Letzten. Das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Aber ihr habt euch irgendwie gegenseitig weggemacht. Unten. Alter, ich bin einfach... Jen hat mir 40 Damage gemacht. Ja, und war ich dann... und dann kam Kurve 1 noch. Dann war schon vorbei, gefühlt. Und dann war ich raus. Vorbei. Ja. Richtig übel, ey.
Ja, aber ich drücke euch doch die Daumen. Es sieht ganz gut aus, dass ihr den dritten Platz halten könnt. Und das will jeder. Aber vielleicht könnt ihr ja noch einen Unterschied machen. Wer weiß? Es bleibt weiterhin spannend. Machen. Wie viel? Wir fahren noch drei Rennen, wa? Ja, richtig. Das heißt, noch drei Punkte Rennen. Doch. Okay. Noch drei Rennen. Okay. Viel Erfolg und Bram, ich hoffe, du lebst länger als gerade. Das war echt bitter. So. Wir werden mal bei Team Grün starten, denn die müssen jetzt richtig delivern. Habt ihr auch so Temperatur? Ja, dezent. Ich bin am Sweaten. Ach so, Spannung. Ja. Licht an. Der PC ist warm. Mein Zimmer ist einfach 26 Grad. Super, ich bin ganz vorne. Ich fahr mal rückwärts. Wir starten vorne bei Lalena. Es ist eine echt enge Strecke. Alter, das richtig, richtig eng. Was mach ich denn für eine Scheiße? Richtig, richtig böse. Eins gegen eins. Komm, denn eins gegen eins. Es ist halt random, wie gestartet wird. Es ist auch nicht immer gut. Ach, ganz Gott. Vorne. Alter, Peter wird aber auch wieder. Alter. Peter! Der ist wie so ein Beyblade. Ersten Punkt geholt. Oh, Lena, gut ausgewichen den Bussen. Wow. Wow. Team Gelb. Alter. Hier vorne jetzt stark. Oh. Natürlich, Team Gelb und Team Blau werden etwas ignoriert. Team Rot. Das ist so scheiße alles. Kommt aber trotzdem ganz gut durch. Also Team Rot auch hier 14 Punkte bekommen. Oh mein Gott, Aster wird gefokust. Ja, natürlich. Oh, Lena. Ich aus 16 Autos. Jen hat auch Friendly Fire gemacht. Oh, oh. Hat auch Lena. Oh, aber Peter. Dylan. Dein Job ist Team Rot, Dylan. Tätowier dir das auf die Stirn. Mach das doch nicht. Dann sieht man das nicht, ne? Schreib dir das auf deine Brille. Was auch immer. Mich auch. Dylan hat so krass Temperatur, dass er nicht mehr. Also, rot ist die Farbe deines Vertrauens. Genau da, diesen Aster. Oh nein, och nö. Dylan hat mich schon wieder erwischt. Team Rot macht das einfach stark. Wobei sie eigentlich gerade im Mittelfeld rumdümpeln. Team Blau und Team Gelb holen sich jetzt hier. Ich kann gar nicht mal mehr richtig fahren. Ey. Zurück das Scepter, weil, naja, ist ja klar. Gut, also. Ice City Cup. Oh, Aster. Hat er ordentlich Damage bekommen. Wir gehen mal zu Team Rot rein. Und stellt sich aber hier hin. Die kämpfen gerade mit Winich HP. Dave, Scheiße, oh, Dave kann genau dazwischen durch. Okay. Das ist natürlich Butter. Yeah. Oh, ey. Aber dahinter noch gecrashed. Franz, oh, was hat man ist hier denn los? Oh, Christian und Lena werden hier von Cintiqa aufgehalten. Und die andere Lena auch noch. Alle drei ineinander. So, jetzt sandwichen. Team Grün. Okay, ich dodge. Oh, lol, so fährt man einfach insane. So, dass uns keiner gerade treffen konnte. Ist Christian vor ihr rübergekommen? I don't know. Aber Jen kommt. Nice, Jen. Aber sehr gut. Oh, der war fies. Dave kann sich viel schneller zurücksetzen als ich. What the fuck? Das war fies. Peter, das ist nicht möglich. Chris hat gar nichts mehr, ne? Wenn du den raushaust. Das ist serverseitig. Alter. Jen fährt hier. Peter wieder super wenig Leben. Holt doch mal den Peter aus dem Leben raus. Bams! Oh, yes! Bram! Chris kommt auch noch. Bram! Der war wichtig! Oh, nice! Oh, für Team Grün! So wenig. Der wird aber resetten. Außer und du für Team Blau natürlich. Nee, also der Takedown ist natürlich wichtig. Wir haben jetzt zwei so aus Team Rot raus. Sie sind alle One-Hit. Oh, Fischis, tut mir leid, ich will dich aber auch. Oh, Jen. Also ich finde, wenn die so One-Hit sind, dann kann man die auch schon mitnehmen. Auch wenn es zwei können, wir die mitnehmen auf jeden Fall. Als ob sie da die auch noch sammelt. Ich brauche eine Déjà-vu-Lena. Ich sag euch mal, wer von Grün noch fährt, weil wir kämpfen gerade um den letzten Platz mit denen leider. Wird aufgehalten. Dave fährt noch von Grün. Christian wurde demoliert. Ah, geil. Von Jen? Dann fährt nur noch Dave von denen. Stark! Und der ist, wo ist er? Bram, was ist da los? Sehr gut. Aber, also, das ist nicht so wichtig. Ich kann hier nicht wenden, das ist wirklich an Jen, das ist nicht so wichtig.
Alter, hier kommt man gar nicht mehr durch. Achso, für euch natürlich in der Vorhersage wichtig, weil Bram Takedown wurde und irgendwie die Wette war, Bram muss überleben. Oder wie viele Punkte holt Lena jetzt noch auf Platz 4? Hä, sind die doof? Sintika, ich will... Hat das gereicht? Drei Punkte Abstand. Von grün fährt niemand mehr. Nee, das war's. Ich will... Oh. Komm schon, das gibt es doch nicht. Komm schon. Wie können die das denn nicht hinkriegen, Team Grün? Kriegst du nicht. Kriegst du noch Was ist los, Team Grün? Nee, gar keinen Fall. Da ist Franzi. Ich höre mal in Team Grün rein. Das gibt es nicht. Das wird jetzt schwierig einzuholen. Die letzten zwei Runden machen wir das noch. Die müssen einmal Dritter werden, einmal Zweiter. Und wenn wir das beide Male dann gewinnen, dann haben wir noch die Chance. 47 Punkte bei Fischi. Dave 36 Punkte. Den 11 Punkte immerhin. Ja. Es hat trotzdem nicht gereicht. Es hat trotzdem nicht gereicht. 5? Warum haben die auch noch Fastest Lab oder was gehabt? Nee, von den wie heißt das? Übel. Der, Ranglisten, also von der Tabelle. Übel. Wir fahren da jetzt nicht schon Hellride. Hellride ist die letzte Strecke, oder? So. Eigentlich schon, oder? Nee, weil wir einmal neu starten mussten, sind wir in der Rotation ein weiter. Aber was ist das jetzt das vorletzte Rennen dann? Das ist das vorletzte Rennen. Crazy! Und wenn ich das richtig. Also. Wer sagt, da muss Team Japan Rot jetzt schon. Kommen. Die ersten drei. Also, Team Rot muss hart gefokust werden, damit das für euch rechnerisch noch drin ist, ne? Wir sind da voll dabei. Also, das war super knapp gerade, echt unlucky. Ich fieber da so ein bisschen noch, dass wir in der letzten Runde ein spannendes Duell haben zwischen euch beiden, aber drück euch die Daumen ein bisschen. Mindestens Dritter werden oder und wir erst, also oder zwei Plätze. Wir müssen mindestens zwei Plätze auseinander haben jetzt. Ja. Ja. Das wäre schon wichtig. All in. Also kein Druck an euch. Aber ihr macht das. Okay. Wir hören mal in Team Rot rein. Kuss. Ja, genau. Head down, keep pushing. Ja. Wenn wir uns vor allem nur aufs Überleben konzentrieren, also und nur darauf, grün zu stören, könnte es vielleicht schon passen. Und wenn Jen halt. Weil die anderen sind zu weit weg von uns. Die anderen sind komplett irrelevant. Für uns ist nur wichtig grün. Wir haben vor blau 12 Punkte Vorsprung. Gelb ist noch weiter dahinter. Das ist vollkommen egal. Nur grün ist wichtig. Ja, für euch wichtig, jetzt einfach vorne zu platzieren. Ihr habt den Sieg schon halb in der Tasche. Schnauze. Sag das nicht. Ihr müsst das jetzt nur nach Hause tragen. Ich will diese Grafik. Bist du schuld? Warum das denn? Ich hab doch nur ausgesprochen, was Fakt ist. Fast in der Tasche. Nichts ist, solange hier nicht das letzte Rennen gefahren ist, ist nichts in der Tasche. Nicht halb, nicht Viertel. Okay, es geht los. Step, geh weg. There's still a race to win. So nämlich. Okay, let's go. Okay, P3. Lena, guter Startpunkt. Hinter dir ist Christian, direkt hinter dir. Grün No way, bleibt stehen. Der hat Christian ein bisschen genervt dadurch. Okay. Ich bin links, Marcel. Okay. Ja. Shorty, ich hab Lena. Ich habe vergessen, dass Bram existiert, weil man den einfach nicht mehr sieht auf der Strecke. Aui. Also interesting. Zwei Dylan und Lalena ganz hinten. Gut, Dylan dreht wahrscheinlich sowieso um. Hier mit den Bussen, die quer durch die Gegend fahren. Ich weiß nicht, ob die Bustaktik hier smart ist. Die können ja wirklich out of nowhere dann kommen. Ich weiß nicht, ob das smart ist. Du musst auf der Minimap gucken, oder? Ja. Ich muss aber auch auf die Strecke gucken. Also Multitask klar. Gegen Peter. Wo geht's denn hier lang? Das ist einfach ultra los. Ja, das ist verwinkelt. Wow. Lena am Stüssel, Peter gerade auf Platz 1. Kann nicht von Dylan geholt werden, aber der Lena kann. Oh, okay, erste Runde komme ich als Erster übers Ziel. Ja, Lena, sehr das tat schön. Weh. Wo kommen die lang? What the? Das tat weh, Lena. Oh, fuck. Aber trotzdem, 12 Punkte ist stark in der ersten Runde. Das ist eine unfassbar beschissene Strecke. Ja, Jen muss den Weg noch finden. Chris, Dave und Lall. Alles gut. Guck mal, sie haben schon 16 Punkte, Team Rot. Macht das trotzdem gut. So.
Aber warum geht denn da Syntika? Jo, als ob Syntika einfach da steht unterm Sprung. Ja, ach komm, Franzi. Dylan, wartet auf ein grünes, auf ein rotes Leben. Opfer. Ich gucke mal in Team Grün rein. Oh, Jen kommt. Oh mein Gott, da kommt Jen noch. Dylan. Das wäre nice gewesen, wenn er Lena gekriegt hätte. Lena hat so einen kleinen Exkurs mit No Way gehabt. Taxi Ride in Osterbrück. Eieiei. Das wäre aber nicht so gut. Jen hat sich Asta gekrallt. Ach, aus Versehen. Wahrscheinlich. Das ist aber sehr hügelig da. Da ist Offroad, ist da einfach runterfallen. Oh, Peter. Und No Way ist auch schon down? Was machen denn? Also, ich verstehe, warum Franzi den. Also, den hätte ich dann auch mitgesnackt, wenn er so low ist. Peter jetzt besser fokussen, let's go. Aber. Ram, gehen wir bitte beide auf Peter. Fischi gerade erster. Ram ist, glaube ich, ganz entspannt. Habibi Bram. Da kommt Franzi, ja, die kann sich aber auch nicht richtig einmischen. Starke Punkte hier von Team Grün. Gute Platzierung. Das stimmt. Das müssen sie jetzt einfach nur nach Hause tragen. Keine Ausfälle. Ausfälle sind hier das Schlimmste, glaube ich. Mit. Shorty habe ich ihn geschickt. Peter macht Friendly Fire. Bram wurde weggerummelt. Komm, Peter muss da erwischt werden. Keiner von den Grünen erwischt bei Jen. Das war wichtig für Team Grün. Alter. Dave lässt sich ein bisschen zurückfallen, aber Fischi schnüffelt. Peter fährt einfach insane vorne weg. Peter hat richtig Bock, diesmal sein Team zum Sieg zu carryen mit Jen. Hand in Hand. Super ausgeglichen, Leute. Jeder Punkt zählt jetzt gerade. Das war aber auch nicht absolut. Boah, das ist mega knapp. 38, 40, 41. Das kann auch noch richtig. 43, das ist super spannend. Der war wichtig. Der war wichtig. Peter fast down. Ich hab Peter fast down. Ich hab Peter in euch reingesendet. Ihr kennt doch den Film Black Hawk Down. Peter fast down. Das ist der neue Blockbuster hier. Ich bin nicht Peter. Ich kann nicht. Jen kann sich aber auch Lalena holen und ein bisschen aufhalten. Auch wichtig. Winner, Winner. Formula Lena low. Macht Dinner. Oh, 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 Franzi! Franzi! Das war richtig bitter! Richtig bitter für Team Rot! Aua, wir gehen mal zu Team Rot rein. Oh! Peter auch auf Platz 6 zurückgefallen. Eieiei. Nein, ich hab Franzi lieb. Aber das war. Eieiei. Alter, Bram einfach auf der 1. Alena dreht hier ihre Runden. Ab und zu kommt man aus dem Bus von der Seite rein, gezwitschert. Aber das Feld hat sich sehr entzerrt. Da vorne hat man rot an blauen weggegeben. Der ist jetzt so kacke da. Was macht der da? Asta! Ja, der einfach seine Position natürlich. Wow! Christian dadurch, aber auf Platz 2 vorgekommen. Oh, Bram! Warum? Schön down. Warum, Bram? Bram hat sich für Team Rot entschieden, oder was? Das hat ja überhaupt gar keinen Vorteil für ihn gebracht. Und wir sind zu schlecht. Asta, welche Pose hast du? Das wäre aber wild, wenn... Oh, wenn Team Rot jetzt auch noch Letzter werden würde. Wow, wie spannend! Das ist richtig scheiße. Mann, von all den Leuten, die da vorbeikommen, bin ich es! Der Auserwählte! The Chosen One! Dave hier auch richtig stark unterwegs. Wo ist denn Chris? Ich möchte zu Chris. Oh nein! Oh, Jen. Oh, Jen, der war böse. Böse. Böse, Jen. Aber Christian, across the line, holt nochmal wichtige 6 Punkte für sein Team. Ich hab Dave noch gekillt. Machst du das irgendwas? Bram holt auch noch wichtige Punkte für Team Blau. Oh, das würde vielleicht gewesen sein. Es ist, okay, nee, es ist nicht mehr knapp. Scheiße, Mann, Alter. Oh mein Gott! Das Schlimmste, was passieren kann gerade. Oh mein Gott! Nee, jetzt nicht mehr. Oh, Team Grün. Was ist da dir durch den Kopf gegangen, wenn ich fragen darf, bei dem Bus? Also, ich habe viele Punkte gemacht. Ja. Was? Aber nicht die entscheidenden! Ja, Punkte sind wenn schon Team wichtig. Gelb, Team Gelb darf aber keinen Punkt kriegen. Also, ich bin nicht parteiisch, aber ich will, dass es spannend bleibt. Das ist natürlich heftig. Das ist heftig.
Oh, Team Grün noch einen Punkt abgesnackt. Ja. Ach, war jetzt nicht super relevant, aber zumindest nicht. Das ist ein Punkt. Das Dillen, aber das ist gut. Ey, geil. Also, ja, bin ich parteiisch, aber... Wie der immer mich da rausgerannt hat, aber... Ist okay, ich weiß zwar nicht, wo wir nochmal 3 Punkte herbekommen haben. Ich schätze von Dillen, das war richtig gute Arbeit. Bringt bloß nichts, weil wir bloß 1 Punkt aufholen. Das ist halt schade, dass die 75 beide geholt haben. Ja, aber warte mal, wenn wir jetzt einen Punkt aufgeholt haben, dann könnten wir jetzt auch 4 Punkte holen. Gelb hat doch die schnellste Runde gehabt, oder nicht? Genau. Der Fischkopf. Nee, Blau hat also gerade. Rot ist letzter geworden. Rot ist letzter geworden. Echt doch? Genau. Ja. Aber Christian, ich verstehe das. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum Bram dich dann nochmal angepöbelt hat. Vor allen Dingen, dadurch ist Peter halt wieder an mir vorbeigekommen. Ja, also ich habe auch kurz mich gefragt, wo da der Target war. Ja. Hat nicht Blau die schnellste Runde geholt? Bei mir hatte Bram die schnellste Runde. Aber Christian, es kann vielleicht damit zusammenhängen, dass eine Wette am Laufen war, welche Platzierung du einfährst. Oh. Vielleicht wollte Bram das noch beeinflussen. Das könnt ihr doch nicht im vorletzten Rennen machen, während wir um die Meisterschaft kämpfen. Oh Gott, ich bin so durchgeschwitzt. Rot hat noch einen Kill gekriegt? Ich auch. Was? Rot war noch Dritter? Dann ist die Nummer durch. Dann geht's. Dann ist die Nummer durch. Wait, what? Ja, wir haben 4 Punkte Rückstand. Wir könnten das noch mit einem Win und Rot letzter Platz. Ja, genau. Ja. Ich glaube, Rot ist noch nicht letzter geworden. Nicht in einem Rennen. Ja. Oh, abwarten. Es gibt immer ein erstes Mal, Chris. Ja, nicht auf Hellride. Tut mir doch, leid, genau aber. Da. Als ob. Ist das letzte? Als ob ihr da gerade noch in letzter Sekunde den einen Kill gemacht habt, um 75 Punkte zu bekommen. Oh, warte mal, Da ist viel passiert in der letzten Zeit, aber wir waren auf jeden Fall gleichzeitig Dritter mit Gelb. Jen. Ja, Dennis. Wow. Ja. Also ich habe ja gemerkt, wie du aufgehört hast, mich zu fokussen, weil du gemerkt hast, dass du grün kicken musst. Ja, wo ich nur mal gesagt habe, ich habe das mir gemerkt und schreib mir das auf die Liste. Cool, danke. Ja. Als Drohung spreche ich das hier aus. Okay. Ja, dann letzte Runde? Ja. Dann letzte Runde. Okay, dann, Leute. Ich will jetzt hier Motivation, Alter. Was ist das hier gerade? Nee, alles gut. Ich bin nur im Fokus. Ich denke, also Glückwunsch, ihr seid auf jeden Fall Erster. Das ist absolut korrekt. Glückwunsch. Oh, ich krieg die Grafik. Na klar, also der Gegner, wir kriegen mindestens einen Punkt. Der Grün kriegt mindestens einen Punkt. Maximal 5 Punkte. Und dann sind wir, wenn Grün Erster wird und wir Letzter, beide Erster. Aber nicht allein. Also dürfen wir nur nicht Letzter werden. Nur nicht Letzter. Nicht Letzter werden. Oh Gott. Okay. Dann euch viel Erfolg. Vielen Dank. Viel Erfolg. Also, stark. Stark. Ich sag euch, jetzt kommt der Zusammenschluss von den allen anderen Teams. Nein, das glaube ich leider nicht. Doch. Die sind nett, So, Chat, ab in die letzte Runde. Ich hab nur bei den letzten Punkten drauf geachtet, dass Team Grün halt noch Punkte bekommen hat und gar nicht gesehen, dass Team Rot auch noch Punkte bekommen hat. Es tut mir so leid, dass ich da zu hyped war. Jetzt sehen wir die letzte Runde. Rennen 15 von 15. Ist das letzte? Und wir hören nochmal bei Team Gelb rein. Können wir noch irgendjemanden einholen? Nein. Nee. Schwierig. Scheiße. Ich fand unser Team heute. Ich fand aber die ganze Synergy mega geil. Er hatte eine Menge Spaß. Absolut. Ja. Der Spaß war sehr lustig. Ja, ihr wart das coolste Team, möchte ich mal hier gerade sagen. Ja, also bei euch war der Spirit am höchsten. So, Leute! Och, Jen! Letztes Mal! Ich nehm den Looping! Es gibt kein Looping! Komm! Komm, wir geben richtig Gas jetzt hier. Asta fährt nirgendwo lang, der Lauer. Sie tritt da durch. Oh, das ist direkt abgekackt. Seite ran. Schade. Okay, wir gucken uns das hier aus dem Mittelfeld an, weil hier vorne... Oh, sehr da schön. Wurde schon ein Roter direkt erwischt. Oh, grün rammt grün. Jen hat sich Fischi genommen. Die sind schon sauer. Fischi, jetzt machen wir Platz. Also mal gucken, es ist zumindest noch drin, dass zwei... Nee. Dalu, du Arsch! Punkt gleich da rausgehen. Gar nicht. Wir sind Grün 1, 2, muss 3, gewinnen. Alter, Lalena einfach insane Damage bekommen. Los jetzt! Haben wir eigentlich irgendeinen... Wir gehen mal zu Team Grün rein. Da kam mir mal zum Gelber entgegen. Bei denen geht es um alles.
In der Steilkurve ist das mit der Kamera nicht so gut. Sehr 19 gut, Punkte von Team Gelb. Crazy. Gemacht, leider, der Spaß. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich krieg das auch angezeigt, die Punkte. Oh, Lena! Ey, aktuell ist perfekte Konstellation. Wollte einen guten Move machen, ist aber leider an der Wand abgeprallt. Ich kann mich nicht zurücksetzen. Ich kann mich nicht zurücksetzen. Es ist das Kotzen. Lena ist einfach tot. Okay. Ich gehe mal zu Team Groot rein. Also ich will sie nicht abschreiben. Fast RIP. Oh mein Gott, der hat nichts mehr. Den musst du anpusten. Quasi auch tot. Man nicht gelb. Versucht gelb auszuweichen. Sorry. Bram und Shorty. Ja. Gelb muss ausgewichen werden. Ja. Das sind einfach auch die Tactics hier. Die Tactics hier bei Team Rot. Oh, okay, Dave ist auch down. Nice. Sehr schön. Uff. Habt ihr den gemacht oder wer anders? Ja, Amasta und ich Hand in Hand gemacht. Sehr gut. Alter, was eine Synergie im Team. Ich soll Gelb in Ruhe lassen, Mann. Was eine Synergie. Ich fahr links von euch lang, wenn ihr jetzt rauskommt, links von euch. Einfach halt schon zwei Leute tot, ne? Oh, no way. Ist der ein Grüner irgendwo? Was? Der Bus prallt einfach heftig an. No way ab. Was? Ihr macht das, Gelb. Ihr seid super. Oh mein Gott. Was hat Jen noch so vor? Ich hab Sonja getötet. Sehr, ich hab Sonja getötet. Okay. Sehr schön. Asta, ich hab gleich Dylan. Dylan ist Bus. Grün. Ja, der hat nicht viel. Auch Chris ist gerade auf Platz. Dylan hat wirklich nicht so viel mehr. Alter, Grün wird das einfach so auch auseinandergenommen. Oh Mann, Dalukart. Grüner Bus, fast down. Das wäre auch nice. Ich bin links von euch jetzt. Links von euch. Ja, ich überhole dich in der Mitte einfach. Let's go. Ja. Durch den Feuerring! Nice, Peter. Hier kommt Gelb. Lass ich. Oh, Adado. Aber wir gehen nochmal zu Team Gelb rein. Oh, ich hab hier so einen Kotflügel zum Rammen. Das war sein, Alter. Oh, wow. Oh, ich will nicht zu viel verraten, aber kann es sein, dass du im falschen Team bist, Fischkopf? Ich? Ja, was war denn das für eine Scheiße? Du hast mich doch überholt! Du hast mich abgetrennt! Ich habe dir den Feuerring spielen! Hast du immer gekonnt! Du hast mich überrascht! Hab ich Backboard gesagt oder nicht? Hast du nicht! Kann bitte rechts und links sagen, statt Backboard, Steuerbord oder sonst was! Das war doch gekonnt! Das versteht doch keiner! Jetzt hör mal auf, hier so rumzuschreien, Fährt noch einer von uns oder haben wir schon wieder verkackt? Wir haben eine komplett normale Diskussion, Sintika, und du musst direkt wieder ausrasten. Oh, jetzt, hör doch mal auf Freddy, ne? Wenn die Männer schreien, muss die Frau an! Wir reden hier Fischi, komplett normal und da kommt sie wieder und macht so eine Scheiße. Wir sind ja normal am Talken, ja, und du bist hier von der Set of Life am Shooten, Sintika, muss man mal. Dennis, komm du mir jetzt mal ran hier! Ja, aber du musst denn jetzt rankommen, ich bin tot! Fisch, was machst du da? Das wäre nur noch so ein alter Lachs, der da jetzt rumkommt. Das ist auf jeden Fall wir haben die ganze Zeit diese Diskussion mit Backboard, Steuerboard, können wir nicht... Ja, aber es ist doch eindeutig, links oder rechts, Backboard oder Steuerboard! Steuerboard ist aus wie ein Schiffskapitän! Ich bin schon, aber du spielst doch immer auf Schiffen deine Gigs. Ja, aber das... Ist die Bühne jetzt Backboard oder Steuerboard? Ich hab keine Ahnung! Oder am Heck! Ja, wirklich. Ich sag das nächste Mal, wenn ich drauf bin. Fisch kommt nach Hause, ja. Nein! Fisch, ich nehme über die Ziellinie fast auf dem Spiel. Ich nehme. Hast du es geschafft? Oh ja. Aber Asta und Lena fahren noch. Ja, ich hab auch eine Menge. Wir werden mehr Punkte machen zusammen. Schau mal die Punkte, Junge. Aber trotzdem stark leistet. Nochmal von Team Gelb. Sau gut. Okay. Asta wurde vor 104, weil, aber vor Mulena kommt noch rein. Nein, 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 wir gewinnen, weil Asta vor der Ziellinie kaputt gegangen ist. Er ist auf der Ziellinie gestorben. Jetzt gewinnen wir, wenn es um nichts mehr geht, oder was? Ja. Das kann nicht euer Ernst sein. Glückwunsch für den Sieg! Gewinnen, wieder bei 100. Nice! Sieger der Herzen, Team was Gelb ist auf jeden Fall. Ein Chaos-Team. Ey, aber ich hatte ja auch eine gebrochene Hand, hallo, wie soll man da gewinnen? Ja, wir konnten nicht wirklich, also Fischkopf konnte gar nicht wirklich greifen, den Controller. Glückwunsch! Ich bin das Lieblingshandicap der Teams! Yeah. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin die Grafik! Ja! Rookie Dream gewonnen, easy! Stark! Geil! Kommt bitte nach oben zur Siegerehrung. Natürlich. Schönes Rennen, aber
Kommt bitte zur Siegerehrung nach oben. Alright. Oder einmal bitte zur Siegerehrung nach oben kommen. Ah, okay. Komm mal. Mann. Max Verstappen. Hallo. Ihr habt das alle wunderbar gemacht. Das war fucking spannend. Das hat sehr viel Spaß gemacht und Glückwunsch an Team Gelb für den 4. Platz. Und den Sieg in der letzten Runde noch hier auf der letzten Strecke. Sieger der Herzen einfach. Also. Bitte was? Genau das habe ich gesagt. Sonja. Dann auf dem 3. Platz. Team Blau mit der besten Stimmung über Tinder. Also einfach, also awesome. Team Tinder. Ich war es nicht ausnahmsweise, Peter. Ich habe nichts damit zu tun. Und Team Grün hatte es kurz in der Hand, aber es hat leider nicht gereicht. Dafür aber für den 2. Platz auch durchweg. Die Entscheidung, Dylan in den Bus zu packen, war gut, aber vielleicht zu spät, wer weiß. 2. Platz für euch, trotzdem sehr, sehr stark. Ja, schönes Duell, GG. Ja, wir wollten Hamilton ehren mit den Punkten. War toll, hat Spaß gemacht, dankeschön. Und die Sieger heute hier bei Crash Team Challenge 9. Einmal Gratulation und Applaus für Team Rot. Ja. Da haben wir jetzt auch was richtig Schönes vorbereitet. Einmal für, nicht nur, weil Peter seinen 3. Sieg eingeheimst hat. Asta und Lena ihren 1. Sieg hier bei Crash Team Challenge, ja. Die Jen. Jen hat einfach ihren 5. Sieg hier in 9 Crash Team Challenges eingeheimst. Also. Jen, ich möchte, dass jeder jetzt gesendet wird, bitte nicht ernst nehmen, okay? Peter, willst du alles ernst? Nee, danke. Stark. Kann Asta mal was sagen, weil ich glaube, der ist gar nicht selber gefahren. Asta? Ja. Asta war so stark. Holy shit. War heftig. Ehrlich? Asta la vista, ey. Ich wusste es, Also da, Dankeschön an alle Teilnehmer. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht diesmal. Es war insane. Ihr habt alle richtig abgeliefert und Stimmung war gut. Wir hatten einen geilen Abend. Ich hoffe, ihr auch. Voll. Und wenn ihr mögt, dann bei Crash Team Challenge 10 vielleicht wieder in ein paar Monaten. Ja. Vielen lieben Dank fürs dabei sein und euch noch einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Wollt ihr euch noch